und herzlich willkommen zur inzwischen 55. Ausgabe hier beim Telestammtisch. Wir besprechen ganz viele Dinge, die mit Comics zu tun haben. Und Comics, das ist ja eben mehr als ja einfach nur das reine Lesen dieser Comics und eben auch vielleicht mal das Rezensieren oder so, wie das viele machen. Zu Comics und zu den Comic-Themen, da gibt es eine ganze Menge Dinge zu besprechen und unter anderem, und das ist uns allen wohl klar, ist das Hobby Comic per se nicht das Billigste, das man haben kann. Ist relativ preisintensiv, wenn man da sich so eine neue Graphic Novel holen möchte, ist man schnell mal bei 30 Euro und das ist schon relativ viel Geld und es gibt sicher verschiedenste Bezugsquellen für Comics, auch Möglichkeiten, günstiger an Comics zu kommen und sich eben mit diesem Medium und seinem Hobby zu beschäftigen. Und aus genau dem Grund war es mir doch sehr wichtig, unter anderem aus diesem Grund war es mir sehr wichtig, heute mal ja, mich mit Comics in Bibliotheken zu beschäftigen. Das heißt also, ich habe mir heute hier in dem Fall zwei Herren mit ins Boot geholt, mit denen ich über Comics in Bibliotheken sprechen möchte. Was genau das im Einzelfall bedeutet und wo die Reise hingeht, werden wir noch sehen. Und ich bin generell sehr froh, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Denn wie mir scheint, ist die Gattung der BibliothekarInnen eine recht scheue. Ich habe bundesweit sehr viele, also wirklich sehr, sehr viele, fast alle großen Städte angeschrieben, ob da nicht Interesse besteht und eben teilweise auch Absagen bekommen, weil es sich im Einzelfall eben schwer organisieren ließ. Teilweise aber auch Entschuldigungen bekommen, weil wir aktuell natürlich einfach auch in Corona-bedingt in der Situation sind, in der viele einfach Stress herrscht auch viel. Und insofern bin ich gleich doppelt froh, heute zwei Herren begrüßen zu können, die da mit mir drüber sprechen wollen. Wir beginnen mit jemandem, mit dem ich bereits auch ein kurzes Telefonat führen konnte. Er ist Sachgebietsleiter in der Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit in Leipzig. Es ist mir eine wahre Freude, dass er heute mit dabei ist. Hallo, Robert Elstner. Hallo. Der zweite Herr in der Runde, den habe ich auf der vermutlich zumindest aktuell letzten Comic-Veranstaltung, die es in diesem Land gab, am Vorabend getroffen, nämlich bei der Rudolf-Dirks-Award-Verleihung in Dortmund im letzten Jahr hatte ich die Gelegenheit, ihn zu treffen und schon ein paar sehr interessante erste Eindrücke von der Bibliotheksarbeit zu bekommen. Ich bin sehr froh, dass er heute dabei ist. Er ist der Bibliotheksdirektor der Stadtbücherei Bochum. Hallo, Mattes Görle. Hallo, hallo zusammen in die Runde. Hi. Das stimmt doch ungefähr, oder? Das war die letzte Veranstaltung dieser Art. Jein, also wir hatten letzte Woche die Gralin-Woche in Bochum, aber jetzt kann ich ja gleich noch was sagen. Ja, so, ich meine mehr so messenmäßig, weil danach ist ja, eigentlich alles so weggefallen, glaube ich. Definitiv, ja. Mhm. Ja, dann kommen wir doch erstmal auf euch zu sprechen. Ich möchte mich natürlich mit euch darüber unterhalten, was ihr so quasi macht. Robert, vielleicht magst du dich dann selbst noch mit eigenen Worten vorstellen, dich, deine Arbeit und vor allem auch die Bibliothek. Ja, ich bin so ein bisschen Mädchen für alles. Leipzig ist ja so eine wachsende Stadt. Wir haben 15 Stadtteilbibliotheken und eine große Hauptstelle. Die ist eigentlich mal ein Museum gewesen mit prächtigen Räumen. Und wir haben es geschafft, dort einen Jugendbereich zu etablieren, der völlig außerhalb der Aussicht von Erwachsenen liegt. Das funktioniert sehr gut und wir haben recht gute Erfahrungen mit Comics. Also die machen bei uns sicherlich ein Drittel des Bestandes aus. Wir bauen das ständig aus. Jetzt ist das Problem, dass Jugend und Comic, das ist viel zu eingeengt, weil diese Zielgruppe, wenn wir drauf kommen später vielleicht, die ufert doch sehr aus nach oben und ja, gerade so Männer kann man gut mit Bildgeschichten binden. Es gibt natürlich Genres, da sind nur die Mädchen beheimatet. Und ich selbst bin mit diesem Genre, würde ich das jetzt mal bezeichnen, so etwa seit den 90er Jahren vertraut. Wir hatten damals eine große Comic-Veranstaltung im Haus, 4 Wochen. Und das war eigentlich so ein Beginn von allem. Ne? Da war Carlsen Comic fast pleite. Die ersten Mangas kamen auf den Markt, so die kleinen Heftchen. Und Bibliotheken fassten das doch mit sehr, sehr spitzen Fingern an. Ich habe auch eine Diplomarbeit, kann man sagen, drüber geschrieben und versucht, Bibliotheken aufzufordern. Ich habe Lehrerseminare angeboten. Das ist allerdings bis heute immer sehr verhalten geblieben. Es ist schon eine Subkultur, muss man ehrlich sagen. Ein Drittel des Bestandes bei euch ist Comics. Also, ein Drittel des Bestandes im Jugendbereich, ja, des Geldes und auch der Exemplare sind Comics. Ja. Wahnsinn, das ist jetzt super beeindruckend. Mattes, sieht es bei euch auch so aus? Also in Bochum, vielleicht kurz zu meiner Person, Mattes Görle, ich bin 44 Jahre alt, ganz klassischer Bibliothekar, bin aber nicht seit langem in diesem Job. Ich habe erst 2013 angefangen, meinen ursprünglich erlernten Beruf Bibliothekar auszuüben. Da war ich in Dortmund 5 Jahre und da gab es schon einen kleinen Comicbestand, den habe ich dann mit den Kollegen dort vor Ort ausgebaut, weil einfach die Nachfrage da war. Als ich gegangen bin, hatten wir 2000 Mangas, so Jugendmangas zwischen 10 bis 17, 10 aufwärts kann man sagen, aber diese Titel ab 18 haben wir nicht in der Bücherei, die ein bisschen mehr ja, ins Eingemachte gehen, in Anführungszeichen.
Von den 2000 waren nochmal 1000 ausgeliehen, also schon ein recht guter Bestand. Und von den Erwachsenen, ich habe die Zahlen noch im Kopf, weil Bochum noch nicht so lange auf dem Weg dorthin ist. Erwachsenencomics hatten wir, glaube ich, ungefähr 1200. Da war die Ausleihquote auch 70%. Kindercomics 1200 ungefähr. Es war schon was da, aber es war jetzt nicht so viel. Und ich habe jetzt vor allem eineinhalb Jahren nach Bochum gewechselt und da war ich doch schon so überrascht, weil Bochum ist jetzt nicht eine mega große Stadt vielleicht, aber doch schon knapp 400.000 Einwohner, eine Zentralbibliothek und sechs Zweigstellen. Aber ich glaube, es waren 40 Mangas, glaube ich, die ich in der Zentralbibliothek vorgefunden hatte. Ein paar hundert Comics, ein paar Graphic Novels, die dann von der EKZ, das ist so ein Bibliotheksdienstleister, der deutschlandweit aktiv ist, geliefert wurde. Also relativ überschaubar, muss man schon sagen. Und wir sind jetzt seit einem Jahr dabei, das stetig aufzubauen. Nicht nur, weil ich das so will und auch ein paar Kollegen, die so comicaffin sind, sondern weil eben die Nutzer auch dahinter sind. Also die Nachfragen sind einfach da. Also gerade im Manga-Bereich haben wir extrem gute Nachfragen. Deswegen finde ich das total super in Leipzig. Ein Drittel, das ist, macht Sinn, macht mehr als Sinn, finde ich. Und ich glaube, da geht auch der Trend dahin. Nur es ist immer so, im Bibliothekswesen, man muss entweder affin ein bisschen dazu sein oder die Möglichkeit, das zu machen, weil wir machen das ja eigentlich für unsere Nutzer. Nur es gibt dann doch ein bisschen Vorbehalte. Deutschland und Comics ist immer so ein spezieller Fall, während das im franco-belgischen Raum ja ganz anders aussieht. Deswegen, aber es ändert sich. Es ändert sich langsam, weil auch eine neue Generation kommt, aber es dauert noch ein bisschen. Also so viel erstmal vielleicht nur so zum Einstieg. Ja, interessant, dass da wie die Situation jeweils vor Ort ist. Bei Bibliotheken, die, wenn man dann so quasi als Kind in Deutschland aufwächst, lernt man Bibliotheken vielleicht über die eigenen Eltern kennen und geht da sicher auch mit der Schule hin und spätestens dann zu Recherchezwecken in der Schule oder im Studium hat der ein oder andere eine Bibliothek sicher auch mal von innen gesehen. Würdet ihr sagen, vielleicht die Frage zuerst an dich, Robert, dass Bibliotheken auch ein Ort sind, wo man auf jeden Fall auch Comics erwarten sollte? Oder ist das in Deutschland eher noch so die Ausnahme? Also ich denke, man sollte auf jeden Fall, wenn Jugendbestände existieren, da gibt es auch verschiedene Modelle, Comics haben, weil das ist eigentlich so der Bringer. Und wie schon gesagt wurde, das sind die Ausleihzahlen, die nach oben gehen, also die pushen den ganzen Bestand. Es herrscht natürlich, denke ich, das ist jetzt eine Pauschalvermutung, schon so eine kulturelle Abwehr so ein bisschen im Herzen. Ne? Also ich bin sehr beheimatet in der Kinderliteratur. Bin auch bei den besten 7 vom Deutschlandradio mit als Juror im Boot und habe viele Debütpreise, Jugendliteraturpreise, alles mitgemacht und kämpfe eigentlich seit 20 Jahren dafür, dass man sich in diesen erhabenen Literaturregen auch mit Comics auseinandersetzt. Das gelingt immer mehr. Also die Tendenz geht nach oben, allerdings schränkt man sich sehr stark und fast ausschließlich auf die Graphic Novels ein. Also die sind sehr hilfreich. Da kann man fast auch mal den Lehrer erreichen, weil für den Lehrer ist es immer noch ganz tief im Herzen so ein bisschen Schuld und Schmutz. Aber wir haben ja so einen deutlichen Wechsel in dieser Generation, wo ich denke, auch viel passieren wird. Also ich schätze es so ein, für Bibliotheken sind Comics im Jugendbereich ein Überlebenselixier, ja, auch künftig. Dieser Begriff Graphic Novels, hat der euch eigentlich gut getan, wenn du sagst, dass da jetzt teilweise eben auch ganz andere Leute mal einen Blick reinwerfen? Ich gucke mal zurück. Ich hatte ja gesagt, wir haben in den 90ern hatten wir damals ein Festival organisiert bei uns und ich nannte das Schilbeäugt und heiß geliebt, um also diese Differenz aufzubauen. Und damals suchte ich irgendwas, womit ich so die Erwachsenen ködern kann. Und das war eigentlich ein Graphic Novel, hieß damals noch nicht so. Es gab so einige Faust-Comics, wo man sehr künstlerisch in kleinsten Auflagen versucht hat, Literatur und Bild zusammenzubringen. Es hatte immer so was Entschuldigendes. Ja, es war noch nicht wirklich eine eigene Kultur. Wie gesagt, Mangas gab es im Prinzip noch nicht. Das war so die Zeit von Dragon Ball und Sailor Moon. Mehr war da noch nicht auf dem Markt. Joachim Kaps hatte sich gerade mit Tokyo Pop selbstständig gemacht. Wie gesagt, Carlsen war eigentlich pleite. Franco-Belgisch ging nicht mehr so gut. Und seitdem ist ja sozusagen das Ganze explodiert. Und die Akzeptanz hat uns eben mit Graphic Novels sehr gut getan. Das ist mittlerweile, denke ich, so 25% unseres Bestandssegments. Allerdings eben sehr, sehr kostenintensiv, wie schon gesagt wurde, ne? Von dir. Worauf führst du diese Akzeptanz zurück? Liegt es an der Urbanität und an der Größe der Stadt Leipzig? Oder vielleicht kann man da andere Gründe für festmachen, diese Akzeptanz? Also Graphic Novel ist wirklich so etwas, wo ich Leute gewinne, die jetzt vielleicht nicht mit diesen kleinen Alben so groß geworden sind.
Ja. Und es ist sowas, wo ich sagen kann, okay, ich bin jetzt Geistesbürger. Man muss sich natürlich immer eingestehen, dass öffentliche Bibliotheken Randgruppen ja nicht bemessen können, datenschutzrechtlich. Aber ich denke, dass schon die Leipziger Stadtbibliothek deutlich intellektuell ausgeprägt ist. Und da passt so ein Graphic Novel natürlich sehr, sehr gut rein. Wir kommen ja sicherlich auch noch auf Zensur zu sprechen. Da gibt es auch interessante Ansätze, auch bei den Graphic Novels. Ja. Die hat man immer mal auf dem Tisch. Du hast ja auch gemeint, bei euch in Bochum, Mattis, dass du das quasi aufbaust und du da auch gewisse Zielsetzungen dir gesetzt hast. Wie wirkt denn bei euch so dieser Comic in der Bibliothek? War das zunächst ein Fremdkörper, als du da quasi den Fokus drauf gelegt hast und das nicht nur so nebenbei lief? Oder wie war das bei euch? Also ich kann die Erfahrung aus Dortmund mal kurz wiedergeben. Ja? Da war ja schon was da, genau wie in Bochum was da ist. Also Fremdkörper nicht. Es war einfach nur so, es war da. Und es wurde dann mitbetreut von dem jeweiligen Lektoren oder Lektorin, so nebenbei. Es war jetzt nicht ihr Hauptschwerpunkt und das lief dann einfach so. Wenn dann mal, Benutzer kamen mit Medienwünschen, wurden die auch angeschafft. Das war jetzt kein Boykott dagegen. Es war einfach nur, der Fokus lag einfach nicht darauf. Es war so, ich will nicht sagen, Schundstatus, aber haben wir auch im Bestand und dann ist gut. Aber es wurde nicht da das rausgeholt, was das Potenzial dieses ganzen Bereiches ist. Ob es jetzt Comics für Kinder, Erwachsene, Graphic Novels, Mangas, das sind ja riesige weite Felder. Und das wurde noch nicht so rausgeholt, finde ich. Also wird, glaube ich, in den meisten Bibliotheken noch nicht so gesehen, dass das ja nicht nur Ausleihrenner sind, sondern um auch wirklich neue Benutzergruppen zu akquirieren. Graphic Novels, da habe ich auch ähnliche Erfahrungen wie Leipzig auch. Das ist, ich habe die ersten Lehrer damals, die dann mit den Kindern natürlich zum Oberstufenschüler, die dann zum Buch mal ein bisschen hingeführt werden sollten, Faust als Graphic Novel, genau die gleiche Geschichte. Das war dann, wo die Lehrer auch mal einen Blick reingeworfen haben. Weil mir als Bibliothekar ist es ja nur wichtig, dass die Leute lesen. Es ist egal, was sie lesen und in welcher Form sie es konsumieren, oder? Die Menschen wollen ja einfach nur Geschichten. Und ich selbst bin zum Beispiel mit Comics in Büchereien aufgewachsen. Ich bin im Dorf aufgewachsen, bei uns in Herringen, da hatten wir die Bezirksbücherei, da war ich mit 7 Jahren zum ersten Mal drin. Und da gab es natürlich nur die klassischen Asterix und Obelix, Tim und Struppi, diese Geschichten. Und da habe ich natürlich alles mitgenommen, nach Hause, gelesen, zurück, mal verspätet, dann Gebühren bezahlt, da wieder zurück. Und ist ja auch teuer, das darf man nicht vergessen. Mehrere Kinder zu Hause. Und deswegen fand ich es immer ganz interessant, wenn ich dann, als ich älter geworden bin, studiert habe, Bibliothekswesen und in einer Steppe mal war, habe ich mir immer die Büchereien vor Ort angeguckt. Da bin ich natürlich immer zum ersten Mal zum Comicbestand gegangen, weil ich einfach neugierig war. Und es gab immer Comics. Es gab schon immer Comics. Witzigerweise ist der Aufbau auch sehr ähnlich. Nur ich finde, es ist noch so es ist ausbaufähig, muss man schon sagen. Das muss man schon sagen. Und Bochum ist natürlich ein Spezialfall, weil ich in Bochum die Leitung bin, hat natürlich auch Vorteile nochmal etatmäßig ein bisschen hinzuschieben oder Sondermittel zu bekommen. Aber es ist jetzt nicht nur so, weil ich es gut finde, sondern die Zahlen geben einem einfach recht. Und ich glaube, das ist noch so eine Sache, wo man relativ viel noch rausholen könnte. Und wie schon gesagt, die Graphic Novels habe ich als persönlich nur als Comicleser damals so als Marketing Masche der Verlage so gesehen, was ich aber auch nicht schlimm fand, weil der Begriff Comic ist ja so ein bisschen, wie es ja schon gesagt wurde, auch ein bisschen immer so belegt, so Kinder schon. Witzigerweise haben die Dezernenten, die kennen ja auch alle Yps-Hefte, Donald Duck oder diese ganzen alten Reihen aus den 70ern, 60ern, Luc Orion, die jetzt alle wieder aufgelegt werden. Also meine Dezernenten, jetzt mal darüber gesprochen, habe ich als Kind auch schon gelesen. Also die Berührungspunkte sind schon da. Man muss da immer so andocken. Was haben die damals gelesen? Dass man anschaffen, dann so einen Abend machen oder so. Also ich glaube, das ist noch sehr, sehr ausbaufähig in allen Bereichen. Also schlägt ja schon auch das kindliche Comic-Herz seitdem quasi in dir und hat da so ein bisschen auch ein Feuer offensichtlich entfacht. Total das faszinierend. Jetzt haben wir ja in den letzten Monaten, ist ja kein Geheimnis, auch Schließungszeiten gehabt. Wir hatten Lockdowns im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, die ja jetzt auch wieder steigende Zahlen zu verzeichnen hat. Und bei uns waren hier die Bibliotheken teilweise geschlossen, teilweise hatten die dann wieder aufgemacht und es gibt inzwischen einfach strikte Vorschriften. Wie hat sich das bei euch lokal dargestellt, also vor Ort dargestellt? Gab es Schließungen? Wie stark sind die Zahlen zurückgegangen? Sind die Zahlen vielleicht sogar explodiert, weil alle plötzlich Unterhaltung brauchten? Wie sieht das bei dir aus, Robert? Wie war die Situation da bei euch? Wir waren etwa 6 Wochen geschlossen und dann gab es praktisch so dieses Phänomen der Buchquarantäne, dass die Bücher 3 Tage sozusagen rückwärtig aufgestellt werden mussten. Möglicherweise könnten sie ja ein Infektionsträger sein. Dann ist es natürlich einschränkend gewesen, dass wir bestimmte Besucherzahlen nur auf Raumflächen hineinlassen durften. Ja, im Kinderbereich waren das also nur 20. Diese Zahl war natürlich viel zu klein für die großen Räumlichkeiten. Mittlerweile
öffnet es sich wieder so ein bisschen. Die Rückgänge sind klar, ne? Also das können wir jetzt auch nicht so aussetzen. Allerdings haben wir festgestellt bei bestimmten Leseförderprojekten, dass sich die Kinder, die ja auch durch Corona enorm gelitten haben, dann auf Medien gestürzt haben. Also mittlerweile haben wir wieder die Bude viel zu voll mit diesen steigenden Infektionszahlen. Wir müssen also jetzt sehr aufpassen. Ich denke auch so durch das Daheimbleiben, also sind jetzt Bücher und natürlich auch Comics enorm wichtig und die werden die dunkle Jahreszeit so etwas erleuchten. Mhm. Vielleicht mal noch eine Anmerkung, weil mir ist immer recht, Hauptsache die lesen, das finde ich toll, diesen Ansatz. Ich sehe es genauso, dass man also nicht nur sagt, das tolle, dicke Buch ist sozusagen dann die Stufe des Bildungsbürgers, wo wir hin müssen. Aber hier haben wir diesen Ansatz, dass viele Bibliotheken sagen, okay, wir fangen mal mit Comics an. Das ist sowas für die fast Analphabeten, so schön reich bebildert. Und dann versuchen wir, den Leser daraus zu transformieren, bis hin zum dicken Roman. Also ich sehe das sozusagen in so einer Nahrungskette. Das ist natürlich eigentlich Blödsinn, ja. Aber dieses einschränkende Bewusstsein, glaube ich, unterstellen zu dürfen, liegt bei vielen so irgendwie ein bisschen mit im Fokus. Das ist auch dieses, was man in der, das habe ich noch 98 gelernt in Hamburg. Man liest sich hoch sozusagen. Genau. Man fängt dann schon an, das ist dann Simmel und irgendwann ist da ganz oben Goethe, Schiller, Shakespeare. Also das ist schon witzig. Ich glaube, das ist schon in den Köpfen ein bisschen drin. Also ich muss damals auch schmunzeln, aber diese Sicht wurde damals auch gelehrt, muss man einfach so sagen. Alle Studien belegen ja, dass, sagen wir mal, ein Jugendlicher, der kulturaffin ist, alles gleichzeitig tut. Ich arbeite mit Jugendlichen über Literatur. Ich habe so einen Jugendclub, die schon sehr erfahren sind. Also ich versuche, sie da auch so ein bisschen reinzukriegen, weil ich bin vom Herzen bin ich schon Deutschlehrer. Aber die kommen dann mit Stapeln mit Mangas und dann gucken die sich 1000 Filme an, dann zocken die noch und dann lesen die aber auch Romane. Ne? Es gibt diese Entwicklungslinie eigentlich nicht. Ne? Ein Jugendlicher tut alles, je nachdem, ob er sich gerade die Seele baumeln lassen will oder mal was Erhabenes möchte. Mädels, wie sah das bei euch aus während Corona? Ist ja irgendwie immer noch oder jetzt vor allem auch wieder erst recht. Wie war da die Situation? So ähnlich wie bei Robert. Also wir hatten sogar über 200 Monate geschlossen, alle Bibliotheken. Wir haben mit der ZB wieder angefangen, der Zentralbibliothek. Die Zweigstellen waren sogar über 3 Monate, weil wir haben sehr, sehr viele Leute, 40% unseres Personals. Wir sind im Gesamtsystem knapp 80 Leute, haben wir an die Gesundheitshotline ausgeliehen. Also die haben dann wirklich dann Dienst geschoben bei der Corona-Hotline, bei der Ersterfassung, Kontaktdaten, Nacherfassung. Deswegen konnten wir die Zweigstellen gar nicht aufmachen. Die haben wir wirklich relativ spät aufgemacht. Im Juli-Bereich und jetzt auch nur mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Also das haben wir so beibehalten, um auch die Leute ein bisschen zu schonen. Und jetzt fängt es ja jetzt wieder an. Das ist ganz aktuell. Wir haben jetzt Montag bekam ich eine E-Mail auf meinen Schreibtisch und dann hieß es auch wieder, sie müssen wieder Leute abstellen, weil die Zahlen einfach hochgegangen sind. Die Ausgleichszahlen sind natürlich eingebrochen. Das ist, ich habe letztes Mal einen Blick in die Statistik geworfen. Also jetzt, jetziger Stand 50% weniger Ausleiher als im letzten Jahr. Kann ich so grob jetzt schon mal so sagen. Also vom Gesamtsystem. Weil natürlich die Leute erstmal nicht kommen durften und würden sie kommen dürfen, eben nur eingeschränkt, weil wir auch ganz am Anfang hatten wir auch mit den Körben dieses Zielsystem nicht mehr als 50 Leute. Also wir haben eine sehr große Fläche, wir hätten noch mehr reinlassen können, aber wir haben erstmal klein angefangen, weil wir es halt nicht so beurteilen konnten, welche Richtung geht das denn. Dann haben wir später auch mehr Leute reingelassen, aber die Menschen kamen auch dann wirklich so, haben dann ihre Massen an Büchern ausgeliehen, sind wieder gegangen. Die haben sich gar nicht so sehr lange aufgehalten. Jetzt gibt es so einen kleinen Trendwandel. Man will sich ein bisschen mehr wieder aufhalten. Schüler, Studenten kommen, möchten dann lernen. Aber wir bieten natürlich nur Einzelarbeitsplätze an, sondern Gruppenarbeitsplätze. Wegen der Nähe ist noch offiziell verboten. Das führt dann manchmal zu Diskussionen. Das ist immer so ein bisschen blöd. Man ist nicht mal so ganz Bücherei, wie man sein will. Man will die Leute zwar haben, aber die können nicht mehr alle Angebote nutzen. Also die physischen Ausleihen der Medien, nicht nur von den Comics, die sind schon eingebrochen, muss man sagen. Da gibt es aber noch den Gegentrend, die Onleihe. Also das Onleihe ist ja so ein Verbundsystem, also auch so ein Anbieter, wo man auch lizenzierte Bücher, Medien auch ausleihen kann. Und da hatten wir vor 4, 5 Monaten, das war letztes Jahr eigentlich schon, unabhängig von Corona, wollten mit Schulprojekten ein bisschen pushen. Da habe ich Bücher lizenziert, Comics lizenziert. Da sind nicht alle Comics da, also von Panini ist relativ viel, von Carlsen ist einiges. Und diese Zahlen,
sind sie ziemlich hochgegangen. Also man kann Mangas und Comics auch ganz offiziell und ganz legal auch online lesen. Das ist auch nochmal so eine Sache, glaube ich, die den meisten Bibliotheken noch nicht so bewusst ist. Damit konnte man natürlich ganz gut Werbung machen. Die Online-Zahlen sind allgemein in die Höhe geschossen, weil die Leute die Häuser nicht verlassen haben, die Büchereien teilweise nicht betreten konnten. Aber vor allem im Segment der Mangas und der Comics sind sie nochmal richtig, richtig hochgegangen, weil die jungen Leute ja nur mal mit Tablet, Handy, wie auch immer, sehr mobil sind und auch sehr technikaffiner als, ich will nicht sagen generell die ältere Generation, aber doch schon damit aufgewachsen sind und das dann so nebenbei nutzen können. Also das ist der Trend, wie ich schon gesagt, so genauso eigentlich wie in Leipzig, nur digital hat man einen gewissen Vorteil, aber es fängt natürlich nicht in dem Rahmen die physischen Sachen auf, so ist es nicht. Dann ziehen wir das Thema noch einfach kurz vor, das Thema Onleihe. Ich habe mich in den letzten Monaten insgesamt in 2 Stadtbibliotheken angemeldet, gerade vorgestern erst hier in meiner lokalen Bibliothek, weil ich umgezogen bin. Und da war gleich im ersten Gespräch mit allem drum und dran, unter anderem auch ein Flyer für die Onleihe mit dabei. Mhm. Und ich möchte an der Stelle auch mal erwähnen, dass ich netterweise von der lieben Kirstin Schwarz, sie ist Bibliothekarin aus der Stadt Nürnberg, die heute leider nicht an diesem Gespräch teilnehmen kann, die Fragen und Themen, die wir heute besprechen wollen, als quasi schriftlich beantwortet bekommen habe, und sie war wirklich sehr nett, sehr ausgiebig teilweise auch die Fragen zu beantworten und zum Beispiel auf die Frage, ob es denn nun auch E-Comics, also digitale Comics gibt, meint sie, ja, in einem geringen Umfang würde das angeboten. Das klingt mir jetzt so, als wäre das bei euch ein bisschen umfangreicher in der Online. Also ihr habt da schon ein stolzes Sortiment, oder? Also wenn du als Bibliothekar die Medien der Online lizenzieren willst. Also nicht jeder Verlag gibt die Bücher frei. Das ist so ein Klassiker wie mit Harry Potter zum Beispiel, kannst du als Lizenz auch nicht. Also es hängt von den Verlagen ab. Aber wenn du ein Suchmuster der Livibib, das ist die Firma, also ein Tochterunternehmen auch der EKZ, die relativ groß in Deutschland da mitmischt, da gibt es, glaube ich, falls ich mich jetzt nicht irre, ich glaube 2.000 bis 3.000, also wenn ich jetzt nach der Schlagwortsuche gehe, 2.000, 3.000 Comics, Mangas. Also es gibt schon relativ viel im Sortiment, also was man lizenzieren kann. Du musst natürlich auch das Geld dafür dann auch haben. Das ist auch so eine Sache. Aber wir haben da, ich glaube, wir haben 1.500 lizenziert bis jetzt. Wir hatten Sondermittel, haben das mal reingeschoben. Also wie schon gesagt, unabhängig von Corona. Also du kannst schon viel. Ich glaube, das ist den meisten Bibliotheken gar nicht so bewusst, weil oft eben die Krimis, Thriller, das, was am meisten ja auch mitgelesen wird, sowas lizenziert man bei der Onleihe. Aber ich glaube, die Comics, also das, da findest du auch ja die ganz Klassiker wie, weiß ich nicht, Benny Bärenstark, zum Beispiel die Schlümpfe. Natürlich ist das, finde ich, haptisch ein anderes Gefühl, einen Comic da in der Hand zu haben oder so und dann mit dem Kind, mit dem Kleinkind vielleicht zu lesen. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Nutzer sind ja auch Jugendliche, junge Erwachsene. Und da ist es natürlich was ganz anderes, wenn die dann ihren Manga ganz kurz in 2 Sekunden mit ihrer Login-Daten darauf Zugriff nehmen und dann einfach lesen können. Also ich glaube, da gibt's ist noch relativ viel. Ich glaube, es ist nicht so bewusst, weil das von der Online selbst auch nicht so beworben wurde. Man muss ein bisschen suchen, dann findet man die aber auch relativ schnell. Wie schon gesagt, nicht alle Verlage. Panini ist ganz groß dabei, Carlsen, Reprodukt, dann so kleine Nischen. Man findet aber auch Graphic Novels, so ist es nicht. Also man findet nicht alles, was man so im normalen physischen Bestand kaufen könnte, aber doch eine mega Auswahl. Wenn man da schon ein Drittel anfangen würde, glaube ich, und darauf auch natürlich hinweist, weil du hast es ja selbst mitbekommen, das machen wir alle, das machen alle Bibliotheken bei der Anmeldung, dass man auch direkt auf die Online verweist oder auf spezielle Datenbanken, die man hat oder so. Das wird dann teilweise auch, wenn man das gut macht, auch richtig gut genutzt. Robert, wie sieht das bei euch aus? Spielen da digitale Comics und vielleicht auch diese Online eine Rolle? Also Comics in der Online sind bei uns sehr reduziert. Und ich habe völlig andere Wahrnehmung, was E-Books betrifft. Also ich sage mal, diesen Bereich Online, in Zusammenarbeit mit Jugendlichen, und das bestätigen auch Studien, dass das eher ein Phänomen der Älteren ist. Und Jugendliche bisher, das kann sich in diesem Jahr einen deutlichen Ruck nach vorn geben durch die Digitalisierung, E-Books eigentlich fast ignorieren. Also der Anteil lag so teilweise bei den letzten Studien, die ich kenne, zwischen, also am Anfang bei 1% und dann ging es so hoch auf 6-7%. Bei den Älteren ist in Leipzig Online viel beliebter. Ich sage immer, das liegt so am schwachen Rücken. Oder wenn ich in Urlaub fahre, in den Rollkoffer dann noch viele Bücher reinquetschen, dann finden die so einen E-Reader sehr sexy. Und ich denke aber zum Beispiel, das ist ein Ausschlusskriterium für Jugendliche. Wenn die Oma mit einem E-Reader sehen, haben die gar keinen Bock. Die meisten haben ja schon Handy, Tablet, muss man mal gucken, wie das so rüberkommt. Wenn ich Jugendliche frage, ob sie E-Books lesen, sind die eigentlich immer die am lautesten schreien, niemals.
Und ich sagte dann immer, ihr seid bloß noch nicht umgezogen. Also wir haben in Leipzig da wirklich noch keine massiven Zuwächse bei dieser Zielgruppe. Aber das müsste man nach Corona schauen, ob sich das ändert. Und ich würde natürlich immer Mittel dann investieren, wenn ich auch weiß, dass das gut geht. Ja. Aber das ist eine interessante Erfahrung aus Bochum, das nehme ich mal im Kopf mit. Ja. Bewerbt ihr das denn proaktiv? Weist ihr darauf hin, gerade jetzt zu Zeiten von Corona, dass es auch eine Möglichkeit ist, an insbesondere Comics ranzukommen? Also wir weisen schon darauf hin, unser Unglück ist ein bisschen, das muss ich jetzt verhalten sagen, dass wir so einen Internetauftritt im Rahmen der Stadt haben und der ist suboptimal. Da hat man also gar nicht so die guten Möglichkeiten, eine Werbung durchzuführen. Wir haben auch Facebook, wir haben auch Instagram. Ja, Facebook habe ich immer so das Gefühl, da greifen natürlich auch viele Bibliothekare zu und gucken, was machen denn die anderen? Sind das jetzt wirklich so die Nutzer von außen? Da bin ich immer etwas skeptisch. Aber da könnte man mehr machen. Wir sind gerade dabei, unser Webauftritt deutlich umzustellen, wie viele andere Städte, dass da auch mehr Möglichkeiten eines Hinweisens gegeben sind. Ja, das ist immer so ein richtiges Graben in irgendwelchen Kacheln. Das finde ich unbefriedigend derzeit. Mhm. Du wolltest was sagen? Nein, ich meinte, also wir machen auch nicht gar nicht mal so groß Werbung dafür, sondern wir haben auch wirklich Aufsteller im Kinder-Jugend-Bereich oder im Erwachsenen-Comic-Bereich mit QR-Codes, wo man wirklich den Link einfach zu online hat, wie Buch ausgeliehen, vielleicht kannst du es digital lesen. Also es ist nicht so, dass E-Books von Kinder-Jugendlichen so viel gelesen würden, aber diese E-Comics, das ist jetzt unsere Erfahrung, die werden sehr gut genutzt. Also das ist dann so ein großer Vorteil, weil das relativ schnell geht, sie ihre Sachen dann haben können. Also das waren die Erfahrungen, die wir bis jetzt hatten. Also die normalen E-Books kann ich jetzt auch nicht bestätigen, aber diese E-Comics, E-Mangas werden gut angenommen und die Städte sind ja oft eingebunden, also die Büchereien sind ja in die Stadt-Homepages eingebunden. Bochum ist auch so, wir arbeiten seit längerem auch daran, mal unser Social-Media-Bereich auszubauen. Also wir haben total fitte Kollegen, die das 0, nichts machen, aber die Stadt ist, man muss immer dicke Bretter bohren, es dauert. Das ist schön, wenn man den Laden selber schmeißt und vielleicht so ein bisschen machen kann, was der eigene Laden. Ja, sehr gut. Ja, prima. Ich habe vorhin auch mal, das war ganz interessant, ich habe mal auch tatsächlich in die Online reingeschaut, weil, wie gesagt, meine Bibliothek mich darauf hinwies. Und das ist ja auch ganz interessant. Ist ja nicht einfach so, dass man da alles irgendwie, also grundsätzlich, was da ist, grundsätzlich ausleihen kann. Nee, das ist ja schon so, und das wird wohl lizenzrechtliche Gründe haben, dass dann auch eine gewisse definierte Anzahl an Lizenzen überhaupt da ist. Und wenn die quasi gerade ausgeliehen ist, dann ist der Comic halt auch gerade nicht ausleihbar. Mhm. Zumindest in der Version, die ich hatte. Fand ich ganz spannend. Das ist nicht einfach so, zack, draufklicken, zack, haben. Nein. Da gibt es auch natürlich lizenzrechtliche Beschränkungen. Sind es die Lizenzen? Habe ich das richtig interpretiert? Ja. Ja. Also das ist, sagen wir mal, die große Krux für Bibliotheken, diese Lizenzmodelle. Weil mittlerweile gibt es so viele verschiedene Modelle. Ich kann also ein Medium kaufen, das ist 50 Mal ausleihbar oder ich habe eine Mehrfachnutzung. Weil am Anfang hat man immer gesagt, ich gehe in die Online und habe dann die Möglichkeit, dass jeder zugreifen kann, dass das aber eine Lizenz in der Regel ist. Das wirkt ein bisschen absurd, dass ein E-Medium entliehen ist. Ja, das muss erstmal in den Kopf. Ja, schauen wir mal. Also DiviBib hat aus meiner Sicht schon noch großes Entwicklungspotenzial, um das vorsichtig zu formulieren. Da herrscht jetzt in öffentlichen Bibliotheken nicht unbedingt größte Zufriedenheit. Das wird über die Einkaufszentrale Reutlingen gesteuert. Ich glaube, die haben auch so einige Mühe. Und die Verlage sind natürlich jetzt auch sehr, sehr vorsichtig, anders als im amerikanischen Raum, so Lizenzen freizugeben. Da herrschen doch immer noch so einige Ängste. Und so wie natürlich jetzt auch Buchhandlungen sagen, na, jedes entliehene Buch ist ein nicht verkauftes Buch. Ja, so drückt sich das auch ein bisschen bei Online-Lizenzen aus. Ja, die Deutschen sind immer etwas träger. Ja, ich glaube, auf anderen Märkten ist das ganz anders. Wie sieht es eigentlich vom Lesen her aus? Wie scrolle ich da durch auf meinem Reader oder was auch immer? Und das ist dann wie so eine PDF-Datei, die ich durchscrolle? Oder werden da die Panels durchgesprungen, wie bei einem anderen großen Anbieter? Wie sieht das optisch aus? Das sind also, wenn du es auf dem Tablet zum Beispiel liest, ist es kein Unterschied zu anderen Anbietern. Das ist als EPUB, es passt sich da größer an. Und bei, also ich habe auch einen Comic lieber in der Hand, aber ich muss ehrlich sagen, gerade abends, weil man ein bisschen müde ist, weil so mit dem Kontrast die Farben ein bisschen zu verändern. Also ich finde das, also ich habe es auch vor Jahren zum ersten Mal getestet, konnte ich mir auch nicht vorstellen. Also ich finde es gut. Also ich finde die Tablet-Geschichten, also auf dem Tablet Comics zu lesen, auf dem Handy wäre es zu klein, das ist nichts für mich. Aber auf dem Tablet fand ich das schon sehr, sehr gut. Weil schnell mal reingucken, wenn es verfügbar ist. Nur das, was Robert nochmal gesagt hat, da wollte ich auch nochmal kurz eingehen. E-Books werden in Deutschland so behandelt wie Bücher. Also du lizenzierst ein E-Book. Also ich kann jetzt, sagen wir mal, den aktuellen Stephen King kaufen. 5-mal für die Bücherei, dann ist er 5-mal in der Bücherei, Zentralbücherei. 5 Leute gehen hin, leihen es aus,
dann ist er weg und kommt dann nach 4 Wochen oder wann auch immer zurück, dann kannst du der nächste ausleihen. Und E-Books werden in Deutschland genauso gehandelt. Das ist immer so Nachteil, weil du hast es ausgeliehen, dann kann keiner darauf Zugriff nehmen. Auch wenn wir es jetzt lizenzieren, also wir lizenzieren es ja, aber es ist dann so die Krux hier. Und es gibt natürlich, das darf man nicht vergessen, kommerzielle Anbieter, wie wenn ich an Amazon Kindle denke oder Isneo, also auch Plattform, Comic-Plattform, da bezahlt man so eine 9 Euro, 10 Euro oder was auch immer und hat dann natürlich unbegrenzten Zugriff. Und die Argumentation der Verlage ist ja bekannt in der Bibliothekswelt. Ist auch Diskussion, ist auch gerade eine Aktion des Bibliotheksverbandes, Unterschriften den Bundestagsabgeordneten anzuschreiben, um dann dieses neue Urheberrechtsgesetz mit den E-Books ist gerade auch aus am Laufen. Das ist aber immer so, ich weiß nicht, so kurz gedacht von den Verlagen, weil dann, wenn die Verlage konsequent wären, müssten wir dann sagen, okay, ich will auch keine Bücher mehr in der Bücherei. Denn wenn man Bücher in der Bücherei hat, dann kaufen die Leute das ja nicht. Aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich glaube auch Studien zeigen ja, diejenigen, die oft in die Bücherei gehen, die in der Bücherei viel ausgeliehen haben, die kaufen auch später. Die kaufen ja auch sehr viel. Also ich kann, als ich Kind war, kaum Geld, da habe ich meine Bücher, also nicht nur Comics, sondern auch Bücher aus der Bücherei genommen und gelesen. Jetzt als Erwachsener habe ich das Geld, aber nicht mehr so viel Zeit, alles zu lesen, was ich will. Aber ich kaufe mir gewisse Reihen ja trotzdem noch. Also ich glaube, das pusht einfach. Nur das ist die Denke manchmal. Und da müssen die Verlage echt aufpassen, weil gelesen wird immer, auch in 100 Jahren, da mache ich mir keine Sorgen. Nur die Konkurrenz schläft ja nicht. Es gibt ja diese Flat-Anbieter, die kommen ja auch immer stark. Und wir als Bibliotheken, behaupte ich mal, wir sind ja auch starke Verbündete der Verlage. Wir kaufen ja auch die physischen Bestände. Nur, ich glaube, da muss noch mehr kommuniziert werden. Noch mehr kommuniziert auf einer anderen Ebene vielleicht. Weil, also meine Erfahrung sind, die Leute, die regelmäßig in die Bücherei kommen, also Großteil und auch lesen und konsumieren, die kaufen auch für sich selbst, die kaufen zum Verschenken. Also wenn man in den Buchhandel mal reingeht, trotz Corona ist es ja recht voll. Also das Buch, das Medium stirbt, wird ja oft angekündigt. Vor 20 Jahren ist es ja schon im Studium bei mir. Das E-Book kommt jetzt, es gibt gar keine Bücher mehr. Stimmt ja alles gar nicht. Also ich glaube, Totgesagte leben länger. An der Stelle auch noch kurz, was die liebe Kirsten Schwarz aus Nürnberg geschrieben hat. Sie hat eben auch geschrieben, dass Comics weiterhin gut ausgeliehen werden und der Ausleihrückgang nur proportional zur Corona-bedingten Schließungszeit im Frühjahr zu beobachten war. Und dann können wir eigentlich auch mal aufs Publikum zu sprechen kommen. Ihr habt jetzt schon mehrfach betont, dass ihr jetzt vor allem auch das junge Publikum im Blick habt. Jetzt sind Graphic Novels aber eben auch vor allem ja, haben einfach ein relativ reifes Publikum, was auch immer das im Detail bedeuten mag. Ja, wie sieht's aus? Wer ist euer Publikum? Wer ist da dabei? Kann man da irgendwelche Altersgruppen ausmachen? Irgendwelche Geschlechter, die sich meinetwegen gezielt auf Dinge stürzen? Werden Manga nur von Frauen ausgeliehen? Leihen die Superhelden nur die ganzen Jungs und Männer? Wie sieht es aus? Die Kollegin aus Nürnberg schreibt, dass da über alle Altersstufen querbeet ausgeliehen wird und dass Comics dort in der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenabteilung stehen. Also wirklich einmal rundum. Robert, wie sieht es bei euch aus? Also wir haben die Comics im Kinderbereich. Das ist so, das sind eher wirklich so die traditionellen Reihen. Ich sage jetzt mal so Asterix, ne? Tim und Struppi und so weiter und so fort. Tim und Struppi war im Übrigen gerade so Anlass für eine Zensur, für einen Zensurbrief, können wir nochmal später drüber reden. Dann haben wir dort also als Hauptausleihgut sind die lustigen Taschenbücher. Ja? Also das ist, das können wir kiloweise kaufen, ich weiß nicht. Das sind so die Kinder. Und dann gibt es von der ostdeutschen Klassifikation so eine Unterscheidung zwischen Jugendcomics und Erwachsenencomics. Und das halte ich für den größten Blödsinn, den es so gibt, der aber auch sozusagen immer so Abgründe auftut. Wir haben das schon vor 20 Jahren einfach zusammengetan. Also für mich gibt es da keinen Unterschied. Allerdings gibt es natürlich so bestimmte Comics, wo von der Selbstzensur her gesagt wird, frühestens ab 16, manche sogar ab 18. Und ich gestehe, dass wir die vermeiden, nach den vielen Briefen, die ich für Eltern beantworten musste, dass wir das ein bisschen rausgenommen haben. Aber es gibt keine Trennung zwischen Jugend- und Erwachsenencomic in Leipzig. Und das Publikum, das das dann selbst ausleiht, wie kann man das irgendwie in irgendeiner Form den irgendwie einschränken? Oder ist das wirklich querbeet bei euch? Also die Graphic Novels, würde ich mal so sagen, bis 40, da ist sogar die Schwerpunktgruppe sind so ab Studenten bis hoch 40, ja. Die sind dann irgendwie schon sozialisiert worden und lesen das wahrscheinlich bis zum Lebensende weiter. Bei den Mangas war es am Anfang so, dass mehr Jungen dabei waren. Mittlerweile sind es, also ich würde mal behaupten, jetzt bitte die Zahl nicht ganz, aber so schätzungsweise 85% Mädchen bei den Mangas.
Früher war es so, das hatten wir mal Ende der 90er Jahre erhoben, wirklich 70% Jungen und 30% Mädchen, und das dürfte jetzt fast genau andersrum sein, so vom Geschlechterverhältnis. Ja, die Jungen, die tun, also die haben so ihre Lieblingsreihen bei den franco-belgischen Reihen oder was auch immer. Manchmal wahrscheinlich auch Graphic Novel, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ne? Erstaunlich ist eben wirklich diese Manga-Kultur und dann diese ganzen Subkulturen, die sich auftun. Wenn wir später vielleicht zu dem Punkt kommen, wir haben vor 3 Jahren mal so ein großes Event bei uns im Haus gehabt, durch einen Fremdanbieter, so ein Comic-Talk, was da über uns gekommen ist, hat niemand geahnt. Und auch auf den Buchmessen hat man mittlerweile ja Comic so ein bisschen ausgegrenzt, weil es einfach alles sprengt, was Besucherzahlen erlauben. Mhm. Das ist mal Cosplay. Ja. Mhm. Man natürlich auch Jungen dabei. Eine ganz eigene Gruppe von Jungen, habe ich immer das Gefühl. Ja, so wie der Comic-Leser an sich auch. Ja. Also das ist so eine Subkultur, die, also ich bin natürlich jetzt schon älter, ich gucke immer ganz fasziniert drauf, und gerade bei diesem Comic-Talk, es war nahezu berauschend. Ich habe das Gefühl, Menschen geben so ihre bürgerliche Identität irgendwo ab und schlüpfen dann in diese Rollen hinein. Und Rollenspiele ist ja dann auch wieder fast eine Verlängerung zu den Comics, ja. Die Elfen im Wald und oben auf dem Baum oder was es halt gibt, ja. Also ich bin da nur Soundsgast, gestehe ich, ja. Aber dass die Franco-Belgier zum Beispiel eher von einem Publikum gelesen würden, die, also meinetwegen Asterix und wie sie nicht alles sind, das auch ein bisschen älter ist, kann man jetzt nicht sagen, weil die das schon von klein auf kennen. Das geht auch querbeet über alle Altersgruppen hinweg. Ich glaube, da gehen die Väter, also Asterix ist wieder voll unten angekommen. Ja. Da hat es nie diesen Bruch gegeben. Ja. Ich glaube, das zieht sich durch. Also ich bin damit groß geworden und jetzt lesen die genauso. Die Klassiker. Ja. Hängt natürlich auch viel dran, dass es viel verfilmt ist und weiß der Teufel was. Das finde ich überhaupt ganz interessant bei Comics, wie sich das medial auftut. Na, wir haben so viele Computerspiele und ich habe im Augenblick das Gefühl, dass die ganze Spielfilmindustrie, weil ihr nichts mehr einfällt, sich ganz stark an Comichandlungen bedient. Und das pusht das Ganze natürlich nochmal wahnsinnig nach oben. Ja. Tolles Quellenmedium für tolle Geschichten. Es wäre ja auch fatal, es einfach liegen zu lassen. Es wäre ein Fehler. Ja. Finde ich toll. Wie sieht es bei euch aus? Was ist da euer Publikum? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das zu, sage ich mal, klassifizieren? Also wir haben jetzt auch keine so validen Zahlen, sondern nur Einschätzungen. Aber es geht genau in die Richtung, wie Robert schon gesagt hat. Also eigentlich so erstmal quer durch alle Altersgruppen. Wobei ich bei den Mangas zum Beispiel auch so 60-70% Mädchen, junge Damen sehe, die eben extrem viel konsumieren. Das sind dann auch wirklich viele Leser, die ganzen romantischen Komödien, diese Schulkomödien, die es in Manga-Form gibt. Da gibt es ja eine Bandbreite, also was sich in den letzten 3 Jahren schon wieder getan hat. Und ich verfolge das so ein bisschen mit natürlich, weil es auch mein Job ist, aus Interesse. Es ist ja so viele Reihen, die hat man gar nicht mehr auf dem Schirm, muss man ehrlich sagen. Die Jungs eben noch, die Klassiker, die es wirklich gibt, wie Dragon Ball, One Piece, Detective Conan, das sind so klassische Reihen, die ja noch weiter fortgeführt werden. Oder wo es immer wieder Ableger gibt, auch One Piece als hier, was war das denn dann? Pokémon war das, als Pokémon Go rauskam. Also solche Events pushen nochmal gewisse Sachen. Das ist schon echt sehr witzig. Also zu den Altersgruppen, Graphic Novels, ich würde mal, wenn ich schätzen müsste, würde ich auch dann sagen, eher wohl die Älteren eher, weil das so diesen, ich will nicht sagen klassischen Bildungsbürger anspricht, aber doch eher so die Erwachsenenriege bei den Superhelden-Comics. Also wir haben vielleicht mal zu der Dreiteilung, also es hat in Bochum auch eine Dreiteilung gegeben bis vor einem halben Jahr. Also es gibt den Kindercomics direkt im Kinderbereich. Dann gab es davon ein bisschen abseits den Jugendcomics-Bereich, Jugendcomics, Jugendmangas. Das war aber sehr überschaubar und sehr klein. Und dann gab es oben im Erwachsenenbereich eben die Erwachsenencomics mit ein paar, ja, mit diesen 40 Mangas, die, ja, das waren die Buddha-Reihe von Graphic Novel. Also die Graphic Novel Buddhas von Carlsen war das. Und wir haben jetzt auch die Jugendmangas und Comics einfach zu den Erwachsenen gepackt. Also recht spät, da war Leipzig ja Jahrzehnte vor uns, weil das auch keinen Sinn macht. Weil die Leute, die da unten gucken, die 12, 13, 14, 17, 18, 19-Jährigen, die lesen ja die Sachen genauso, wie sie oben lesen würden. Bei den Kindern ist es nochmal ganz gut. Da haben wir nämlich auch, ich glaube, es ist in den meisten Büchereien auch wirklich ähnlich. Die lustigen Taschenbücher zum Beispiel, die kann man wirklich kiloweise anschaffen. Aber auch da ist interessant, als ich hier in Dortmund angefangen habe, gab es die nicht in der Zentralbibliothek. Da dachte ich mir auch, okay, also das ist dann, ich weiß nicht, nicht Absicht, Versäumnis, mich daran gedacht, aber das ist so
Basics, wo man denkt, so, davon hast du, ich weiß noch, also die Zahl habe ich auch noch im Kopf, von den 72, die wir am Ende hatten, waren irgendwie 250 mal unterwegs, die konntest du auch ohne weiteres staffeln. Also es ist sehr witzig, weil die einfach gelesen werden. Die kosten ja auch nicht viel, muss man ja sagen. Die kann man sich ja auch als Normalbürger ja leisten. 5,99 € ist ja nicht die Welt, aber man nimmt die trotzdem kiloweise mit. Also diese Dreiteilung gibt es nicht mehr. Wir haben nur dieses, also Jugend und Erwachsene zusammen, dann eben den Kinderbereich noch. Und ja, von den Altersschätzen, ich kann es wirklich nur raten, weil wir jetzt nicht genau nacherfassen können, aber eben sehr viele junge Mädels, junge Damen bei dem Manga-Bereich, mehr als Jungs, das passt zu den Beobachtungen, finde ich. Und ansonsten kann ich schwer sagen, ich habe Erwachsene, die sich dann eben im Asterix, Vater und Sohn, einfach dann gemeinsam, weil es wirklich vererbt wird. Gewisse Sachen sind einfach Klassiker. Ansonsten eine bunte Mischung. Ich glaube, die Lage des Bestandes in der Bücherei, wo es liegt, macht auch nochmal was aus. Ist so meine persönliche Erfahrung. Wenn man alles, was mit Comics zu tun hat, auch in den Kinderbereich packt, dann werden sich natürlich eher selten Erwachsene dahin verirren, die jetzt vielleicht keine Kinder haben oder so. Ich glaube, die Lage kann auch schon ein bisschen steuernd sein. Das ist so meine Erfahrung. Gut auch, dass du gerade da nochmal das Thema vom Anfang mit kurz in den Raum wirfst, nämlich die Preisfrage, die Comics, also die Taschenbücher werden ja, das sind Taschenbücher recht günstig. Da frage ich mich jetzt auch, wenn wir vielleicht nicht aufs Alter abstellen wollen, und das ist vielleicht auch so eine allgemeine Frage auch als Einschätzung an die Bibliothek, was euer Publikum ist. Ich habe gestern für 2 Jahresmitgliedschaften in meiner Bibliothek 15 € gezahlt und dafür können wir zu zweit jetzt hier das ganze Jahr 12 Monate am Stück so viel lesen, wie wir wollen. Und das also ist super günstig. Ist das Thema Einkommensstärke bei eurem Publikum, vielleicht auch beim Comic-Publikum relevant, oder kann man sagen, dass das so gar nicht irgendwie qualifizierbar ist? Also man sagen kann, okay, es kommen halt eher Leute, die aufs Geld schauen zu euch und leihen die Comics, andere, die nicht so aufs Geld achten müssen, kaufen das eh alles neu, direkt im Buchhandel oder wo auch immer. Spielt sowas eine Rolle bei euch, Robert? Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht, ja. Also wir haben eine Jahresgebühr von 16 Euro, Kinder bis einschließlich 18 des Lebensjahres sind frei. Ich denke, die begreifen irgendwann, ich kann mir da nicht jedes Album holen und gucken, dass wenn der Bestand gut ist, dass ich dann einfach zugreife. Ich sehe das genauso. Die Mädels nehmen dann so 12 Bände von einer Reihe mit, ja. Und was die Aufgabe der Bibliothek ist, da haben wir jetzt eher nicht so die gute Erfahrung mit so einem Standing Order. Das heißt, dass ich so von einem Anbieter immer ein fertiges Segment bekomme. Das wäre bei uns auch die EKZ. Wir kaufen das selbst mit einer Comicbuchhandlung vor Ort. Und schauen jedes Jahr, welche Reihen gehen jetzt und kaufen auch sofort nach, können dort auch mal ein bisschen Geld nachschieben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da ganz flexibel auf die Bedürfnisse zu reagieren und das irgendwie im Blick zu haben. Da haben wir dann natürlich auch so eine Liste, wo die eintragen können, welche Reihe sie sich wünschen. Und wir gehen dann auf diese Wünsche natürlich ein. Also dieser Dialog ist auch sehr wichtig, ja. Aber zu sagen, ist einkommensschwache, schwierig. Das ist, also es wird ja immer wieder von bestimmten Förderprojekten gewünscht, dass öffentliche Bibliotheken, ich sage mal Bündnis für Bildung, auch so ein bisschen im Schuss an der Sache vorbei war, dass die Einkommensschwachen bevorzugt werden in öffentlichen Bibliotheken. Aber wie definiert man solche Modelle? Woran erkennt man diese Menschen? Ich kann das einfach nicht, ich halte das für einen relativen Schmarrn. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir gerade die es jetzt nötig hätten, die auch erreichen. Das ist ein großes Wollen. Schaffen das Bibliotheken? Wie schaffen das Bibliotheken? Schafft das eher eine kleine Bibliothek vor Ort im Stadtgebiet oder schafft das eine große Zentralbibliothek? Alles schwierig. Für DVDs zum Beispiel kommen ganz andere Schichten in die Bibliothek bei uns, hatte ich manchmal in der Zeitung das Gefühl, als für Bücher an sich. Also in diesen Mediengruppen, da wird sich nochmal einiges spiegeln. Ob das jetzt beim Comic so ist, weiß ich nicht. Das sind so Sichtvermerke, aber ja, schwer. Man wird ja bei der Anmeldung nicht unbedingt nach seinem Einkommen gefragt. Das ist ja was anderes. Dürfen wir ja auch nicht. Ja, eben. Ich sag mal, so soziale Arroganz hat in der Bibliothek sowieso nichts zu suchen. Ne? Also das sind ja so die neuen großen Themen, wo wir immer mal diskutieren. Wir haben eben auch viele Obdachlose, die wollen eher dort schlafen. Ne? Manchmal schlafen sie dann auch im Jugendbereich. Das ist dann nicht so förderlich. Da müssen wir sagen, lieber woanders. Ja, also diese ganze Sozialfunktion in der öffentlichen Bibliothek ist ein großes Thema. Aber ich kann es eben schlecht einschätzen mit irgendwelchen Studien oder Auszahlzahlen. Das geht nicht. Ne? Das sind so gefühlte Werte. Und Winter ist anders als Sommer. Ja, ja, das stimmt. Meldest, du hast auch keine jetzt konkreteren Erfahrungen, oder? Nein, also ich kann dir nur zustimmen, was Robert gesagt hat, das ist einkommensunabhängig. Also ich will nicht mal so die klassischen Biografien sehen. Manchmal hat man ja, wenn man lange genug im Geschäft ist,
Dann die Kinder, die als Kinder mit der Schule gekommen sind, ganz klassisch mit den Eltern, dann gelesen haben, Jugend, Pubertät, da haben sie andere Interessen, das fällt dann mal irgendwann weg, Studium teilweise, vielleicht noch wegen der Uni. Und wenn die dann später heiraten, Kinder, also es ist dann witzig, dass sie dann wieder mit ihren eigenen Kindern nochmal kommen. Also es gibt auch solche ganzen Bibliotheksbiografien, wo es auch mal einen Bruch gibt, wo man jahrelang nicht in der Bibliothek ist und dann wiederkommt und sagt, ja, kenne ich, war ich als Kind schon damals da, oder teilweise die Bibliothekarin oder die Bibliotheksassistentin da wieder erkennt. Aber so nach Einkommen, also ich glaube, es ist Bibliotheken, egal wo man ist, kleine oder große Stadt, sehr einkommensunabhängig, weil die sich dafür interessieren, kommen. Und jetzt pauschal zu sagen, einkommensschwach, glaube ich gar nicht, weil dann gerade die sich jetzt, also jetzt auch wieder ein Klischee natürlich von meiner Seite, gerade die Bildungsbürger, die sich dafür interessieren, würden das ja mit ihren Kindern eher aufnutzen. Also wenn man samstags in die Bücher reingeht, sieht man auch manchmal eine ganz andere Zielgruppe. Da sieht man vielleicht auch die Väter, die vielleicht manchmal nicht kommen, oder die Mütter, die jetzt Montag bis Freitag nicht kommen können, weil sie eben Vollzeit arbeiten müssen oder so. Nein, und was Robert auch gesagt hat mit den Wohnungslosen, ist auch, wir haben noch eine sehr wichtige soziale Komponente, weil dann auch Leute in die Bücherei kommen. Man braucht ja keinen Ausweis. Das ist jetzt in Corona-Zeiten, das handelt jede Stadt ein bisschen anders mit der Kontaktdatenerfassung. Einige machen es einfach mit dem Ausweis direkt oder andere reichen Perso. Aber normalerweise kann jeder die Bücherei betreten, ohne sich ausweisen zu müssen und sich da aufhalten. Punkt. Und solange die Leute sich da einfach aufhalten und im Winter, wenn es draußen kalt ist und wir dann sitzen, ist einfach so. Und da sind wir auch. Wir sind auch dafür der Raum. Und im Kinderbereich würde man sagen, vielleicht oben bei den Sachbüchern, wo es ein bisschen ruhiger ist, kann man sich besser sitzen, aber jetzt auch nicht ein falsches Bild bekommen. Das ist minimal. Das ist wirklich minimal. Aber es ist auch eine Funktion von Bibliothek. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, es ist schön zu hören, dass das Publikum bei euch doch so sehr bunt gemischt ist und man da überhaupt gar keine Schubladen aufmachen kann und muss, auch um die Leute irgendwie einzuordnen. Das freut mich sehr zu hören, dass es doch ganz andere Ansätze gibt, da quasi an die Lesenden zu kommen und man sich da jetzt gar nicht so auf eben einzelne Lesendengruppen versteifen muss. Dann wieder ein Beitrag von der Kollegin aus Nürnberg, weil wir ja auch ein bisschen auch vom Programm gesprochen haben. Ich habe ja, und darauf seid ihr teilweise auch schon eingegangen, gefragt, wie es generell aussieht mit dem Portfolio, ob da eben Manga, Superhelden, Graphic Novels, Franco-Belgier und so weiter im Programm sind bei euch. Sie schreibt hier, dass alles da wäre und noch viel mehr. Mangas und Superhelden stehen eher bei Kind und Jugend. Im Erwachsenenbereich gibt es nur wenige Mangas, die auch speziell für Erwachsene geschrieben wurden, zum Beispiel von Jiro Taniguchi. Die Franco-Belgier verteilen sich ebenfalls nach Altersstufen. Also gibt es da auch Aufteilungen. Nicht alles nur im Kinderbereich. Zusätzlich hat die Stadtbibliothek in Nürnberg im Erwachsenenbereich auch eine kleine, aber feine Auswahl an fremdsprachigen Comics. Vor allem englische und französische, jedoch auch eine kleinere Anzahl an spanischen, italienischen und polnischen Titeln. Die Beschaffung gestaltet sich allerdings schwierig von eben genau diesen. Und dann ist hier sicher noch ganz interessant. Darüber hinaus gibt es ein Comic-Archiv, das Anfang der 1980er Jahre gestartet wurde, mit dem Zweck, ein sehr verschleißanfälliges Medium für Forschung und der Lehre zu archivieren. Gerade bei den Taschenbüchern kann man das Ganze sicher auch nochmal unterstreichen. Dafür wurden auch viele ältere deutschsprachige Titel bis ca. 1955 zurückbeschafft. Einige sind sogar noch älter. Dies sind oft noch Piccolo-Hefte und ähnliche Miniaturformate, die mittlerweile in Archivmappen verpackt und nur zur Lesesaalausleihe zur Verfügung stehen, also nicht mehr nach Hause genommen werden dürfen. Bis 1986 wurden Titel aller Niveaustufen angeschafft, seither nur noch die wichtigsten, wie zum Beispiel preisgekrönte Titel und solche mit Nürnberg- bzw. Frankenbezug. Ab Erscheinungsjahr 1987 ist auch eine ganz normale Ausleihe möglich. Auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt mit diesem Archiv. Das muss man sich ja auch leisten können. Finde ich super. Also höre ich euch auch zum ersten Mal, dass Nürnberg sowas hat. Soweit sind wir noch nicht. Das ist sehr genial. Finde ich gut. Jetzt haben die ja um die Ecke Erlangen und da gibt es jetzt auch das Comic-Museum. Ich wäre überrascht, wenn es da keine Zusammenarbeit gäbe. Ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also. Robert, wir haben von Franco-Belgier schon gesprochen, die Superhelden, die Graphic Novels. Habt ihr bei dieser doch großen Auswahl, die ihr habt, Schwerpunkte, dass ihr sagen könnt, okay, weil eben die jungen Mädels alle gleich 12 Bände von dieser Manga-Reihe mitnehmen wollen, haben wir halt jetzt hier 70% Manga stehen. Kann man sowas sagen? Gut, die Verhältniszahl, also 70% Mangas würde ich jetzt nicht sagen. Also 50-50 würde ich meinen, trifft es, ja. Vielleicht nochmal auf den Comic-Archiv, ja. Mhm. Also wir haben ja in Leipzig eine göttliche Bibliothekslandschaft, ja, von der Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, diverse Archive. Also deshalb ist die Stadtbibliothek ist eine reine Verbrauchsbibliothek. Ja. Also was eben kaputt ist, fliegt dann raus. Und wenn in der Reihe Bände fehlen, müssen wir dann natürlich die ganze Reihe rausnehmen, weil sie einfach nicht mehr lieferbar ist.
Das Problem ist, wird natürlich manchmal auch geklaut, weil bestimmte Exemplare, die nicht mehr lieferbar sind, ja, die haben natürlich auf einmal einen hohen Sammlerwert. Also sowas haben wir auch erfahren. Also wir sind da schon sehr aktuell orientiert. Aber so irgendwas so mit Aufbewahrungscharakter oder Archivcharakter, das würde ich jetzt nicht auf unsere funktionale Fahne schreiben. Also ich finde das hochinteressant, ne? Aber das muss natürlich auch erstmal geleistet werden. Da muss man ja nachkaufen, da muss ja auch richtig Geld fließen. Schön, dass das Nürnberg hat. Ja. Mal nach Nürnberg fahren und gucken. Vielleicht mal noch ein Phänomen. Ich bin ja aus dem Osten und bin auch im Osten groß geworden. Da muss man natürlich sagen, Comics waren ja zu DDR-Zeiten geradezu verpönt. Und es gab so ganz eingeschränkt nur das Mosaik. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Westen verbreitet ist. Ja. Damals war es ja noch Ritter Runkel und dann die Abrafaxe. Dann gab es noch so ein bisschen Fix und Foxy, aber ansonsten gab es eigentlich zu DDR-Zeiten fast keine Comic-Kultur. Dann gab es natürlich nach der Wende so eine Nachholkultur. Asterix, das hat man nur aus dem Westen irgendwie gekannt. Da herrschen, glaube ich, nochmal so regionale Unterschiede, was dieses Medium betrifft. Und das könnte jetzt bei manchen Eltern vielleicht auch noch so ein bisschen ein Vorurteil eher im Kopf sein als anderwo. Ich glaube, in der DDR sind erst so Anfang der 80er Jahre Comics wieder so richtig gestattet gewesen, mit Anführungsstrichen. Ja. Das war immer so ein bisschen was vom Imperialismus, ne? So Schmutz und Schund. Also gerade, ich bin ja gebürtiger Erfurter und habe da natürlich auch entsprechende Bezüge und Erfahrungen dazu. Also die dicke Dachse halt, ne, wie sie früher noch hießen und so. Also ich kenne jemanden aus dem familiären Umfeld, der hat große Stapel bis heute von diesen dicke Dachsen-Originalen noch liegen. Ich habe eine Vorstellung, wie das war, ja. Aber es ist ganz interessant. Würdest du sagen, dass in dem Bereich, vielleicht hast du da ja Vergleiche zu den alten Bundesländern, bestehen, was die Ausleihe, das Portfolio und das Publikum und die Inhalte der Comics, die ausgeliehen werden, angeht, da noch Unterschiede oder ist da die Wiedervereinigung voll und ganz durch? Hast du da Vergleichswerte? Da ist die voll und ganz durch. Ich glaube, da gibt es vor allen Dingen bei der Generation, die ich ja beschrieben habe, so bis 40, für die ist ja das alles überhaupt kein Thema mehr. Da ist alles zusammengewachsen. Das könnten noch sein, so die Großeltern, was liest du denn da, das da noch so. Und wie gesagt, beim Mosaik, da gehen so die Männer haben das ja auch sehr stark gelesen, auf dem Klo oder wo auch immer. Also mein Vater hat mir immer die Hefte zuerst geklaut, die ich damals abonniert hatte. Das war ja schon ein Wunder, überhaupt ein Abonnement zu bekommen von den Dicke Ducks. Ja. Also es hat ja natürlich auch schon zu DDR-Zeiten, dass alles so eingeschränkt war. Ne? Also insofern war ja sozusagen die DDR angeblich das Lesewunderland. Ob das die Lesesoziologie so bestätigt hat, weiß ich nicht. Ne? Aber so die wenigen Bücher, die es gab, die hat dann auch jeder gekannt. Das hat einen anderen Wiedererkennungswert. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema, schwer zu behandeln. Also ich hatte meine Arbeit darüber geschrieben, so an Ende der 90er, ob es da Unterschiede gibt. Und welches Potenzial hat das für öffentliche Bibliotheken? So richtig schlüssig ist das nicht gewesen. Ja. Und heute, glaube ich, überhaupt kein Thema mehr. Ja. Wiedervereinigung im Comic. Kommen wir doch vielleicht zur Frage, Portfolio noch ein bisschen allgemeiner zu sprechen. Was kommt da rein, was kommt da nicht rein? Nach welchen Kriterien wird ausgesucht? Und da schreibt die liebe Kirsten aus Nürnberg, das Hauptaugenmerk liegt auf der Qualität, aber auch die Nachfrage spielt eine Rolle. Themen, die nicht mehr nachgefragt werden, zum Beispiel Flieger-Comics, werden eher nicht mehr angeschafft. Andererseits können bei entsprechender Popularität auch die Qualitätsansprüche ein wenig heruntergeschraubt werden. Also eine sehr gefragte Graphic Novel, die vielleicht nicht die beste ist, würde trotzdem da im Portfolio stehen. Mädels, nach welchen Auswahlkriterien wird bei euch das Portfolio erweitert? Also wir gehen auch hauptsächlich nach der Nachfrage. Also ich bin nicht der Einzige, der bei den Comics und Mangas bei uns in der Bücherei betreut, weil ich noch andere Aufgaben habe, aber ich habe ein junges Team, Azubis zum Beispiel, wo ich dann sage, da ist das Geld, macht mal Vorschläge und die sind dann sehr nah dran. Und wir gehen wirklich nach Nachfragen zum Beispiel. Ich weiß noch, als vor ein paar Jahren die richtig schlechte Graphic Novel Minecraft, also wo das Graphic Novel tituliert war, so ein Comic, also total schlecht, bis zum geht nicht mehr, also total langweilige Geschichte. Die haben wir auch mehrfach einmal gekauft gehabt, damals in Dortmund, weil eben Minecraft war dieser Hype und es wurde ausgeliehen. Also ich will beobachten noch ein bisschen, das ist so meine Erfahrung, wenn irgendeine Netflix-Serie angekündigt wird oder ein PC-Spiel, also dieses Multimediale, da weiß man ganz genau, es ist egal, wie die Qualität ist, es wird nachgefragt. Oder was jetzt auch extrem gut bei den Kleinen läuft, die kannte ich auch nicht, habe ich durch meine Nichten-Neffen erfahren, diese Paw Patrol, diese
Pfotenpolizei, diese kleinen Hunde, ja, ja, diese Knuffigen. Also da gibt es ja auch schon so eine Vermarktung auf verschiedenen Schienen. Natürlich legen wir Wert auf Qualität, aber wir sind jetzt nicht so, dass wir jetzt wirklich was filtern würden. Also wir achten dann eher, wenn wir später mal auf die FSK-Geschichten kommen. Also ich würde jetzt keine, jetzt 18, also so eine Ecke haben wir jetzt noch nicht. Und ich weiß jetzt dann, es führt dann zu Diskussionen bei den, ich bekomme selten, also jetzt nicht wie in Leipzig, aber selten mal Briefe, das war eher in Dortmund sogar noch, ja, das ist ja so ein bisschen Schmuddelkram und so, da achten wir schon, also total gewaltfertig. Und bei einem Manga ist es ja auch ein sehr weites Feld und das ist ja auch eine andere Popkultur. Das ist dann, wo dann eben die Brüste rausspringen. Das, was für uns erstmal komisch, was ist, aber ich bin jetzt da in der Hand. Aber das ist dann eher, ja, weiß ich nicht, ob es jetzt Teil der japanischen Kultur ist oder so, was findet man? Das ist dann gar nicht so gemeint. Dann ist das eine funny Geschichte oder so. Wenn man damit noch nie in Kontakt gekommen ist, dann muss man da ein bisschen erstmal, wenn das die Eltern, für die Kinder, Jugendlichen, die jungen Erwachsenen, denen ist das pieps egal. Also die konsumieren das einfach so. Da muss man gucken. Also wir, im Grunde ist mein Ziel, wirklich alles querbeet versuchen anzuschaffen, was es gibt. Also wir können nicht alles anschaffen, dafür ist die Fläche gar nicht da, auch nicht das Geld. Aber auch da mal punktuell auch mal neue Reihen ausprobieren, die es einfach gibt. Also es ist, Fliegercomics wüsste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, ob die jetzt so, wie jetzt so beliebt sind, keine Ahnung. Aber man kriegt ja doch viel mit. Man kriegt viel mit. Das heißt, die ganzen Prospekte durch die Verlage, die man hat, durch die Medien, die man konsumiert, beziehungsweise die Vorschlaglisten. Also man kann sich ja sehr gut informieren heutzutage. Also da, ich glaube, das Angebot ist super. Die Qual der Wahl ist eher das große Problem. Wo setze ich meine Akzente? Und da kann man aber auch nicht viel falsch machen. Und wie ich schon gesagt, die Mangas sind ja manchmal, die haben ja nochmal ihre 10, 20, 30, 40, 50 Bände. Ich bin auch mal froh über eine Manga-Reihe, die nur 4, 5 Bände hat. Das ist auch mal ganz gut, aber sowas mal zu haben, wo man weiß, aha, ist abgeschlossen, ist eine nette Geschichte. 5 Bände tut auch mal ganz gut. Gibt's auch immer wieder mal. Diese Endlosreihen sind natürlich mal ein großer Nachteil, weil da sind einzelne Bände nicht nachlieferbar oder so. Man hat die nicht kontinuierlich. Da muss man auch gucken, brauche ich die einzelnen Bände für die Geschichte? Wenn ja, dann muss man überlegen, die rauszunehmen, weil dann die Nachfrage nicht befriedigt werden kann. Oder manchmal braucht man die ja auch nicht, weil die sind endlos rein, dann passt das eigentlich. Aber von der Auswahl her, also wir nehmen wirklich Querschnitt durch den ganzen Markt, sei es für Kinder, Jugendliche und für die Erwachsenen. Wobei ich bei den Graphic Novels das eher überschaubar sehe. Also da gibt es ja auch schon mehr Anbieter, aber da nehmen wir eher so die Sachen, die besprochen werden, die es in den Feuilleton schaffen, weil... Also meine persönliche Wahrnehmung, es gibt jetzt auch viel mehr Graphic Novels als noch vor 5 Jahren. Und diesen Bereich überblicke ich nicht annähernd, so muss ich ehrlich sagen. Und das ist schon sehr viel. Also, und die sind natürlich auch, wurde auch mehrmals erwähnt, nochmal ganz anders. Die sind ja 5-mal so teuer wie ein lustiges Taschenbuch im Durchschnitt oder so. Und da guckt man natürlich 2-mal vielleicht zu sagen, hole ich jetzt diese Graphic Novel für 30 Euro oder hole ich lieber die, die vielleicht nominiert ist wegen dem Preis oder so. Also da gucken wir schon ein bisschen eher drauf, weil es teurer ist. Während der durchschnittliche Comic, also ich glaube die Panini-Comics, die Superheldengeschichten kosten ja 12,99. Was wir auch noch anbieten, sind diese Comic-Hefte, die es ja am Bahnhof gibt. Die gibt es in Büchereien auch eher selten. Ist umständlich manchmal, weil wir die auch folieren, damit die länger halten. Die kosten ja 4,99, aber ihr wisst ja, diese dünnen Hefte, diese Endlosreihen, Superman, Batman, Wolverine, was auch immer, die laufen super gut, weil die kosten ja auch nochmal ordentlich. Man kann dann 5 sofort mitnehmen, spart sich dann die 25 Euro. Also es ist dann wirklich, also da habe ich gute Erfahrung damit. Die kann ich auch jeder Bibliothek empfehlen, einfach mal anzufangen. Die gibt es auch nicht so im Angebot der EKZ als Standing Order. Da sind sie nicht so weit. Mhm. Robert, wie sieht es mit eurem Portfolio aus? Nach welchen Kriterien entscheidet ihr, was da reinkommt und was nicht? Also wir sind rein nutzerorientiert. Ne? Einmal im Jahr, immer Anfang des Jahres, gucken wir, welche Reihen führen wir fort, was ist neu dazugekommen. Gucken, wie hoch wir das Budget ansetzen von diesem Gesamtetat, was wir für Jugend haben. Was geht, geht. Bei Graphic Novels gucken wir natürlich auch auf Qualitätsmerkmale. Das wächst und wächst, dieses Segment. Wir mussten mittlerweile dort auch schon viele Unterrubriken schaffen. Es gibt viel Sachliteratur, die mittlerweile als Graphic Novel kommt. Künstlerbiografien, Musikerbiografien zum Beispiel sind ganz stark im Vormarsch. Also Graphic Novel, wie gesagt, ist ein teures Segment, wo wir drin sind. Was wir jetzt nicht nehmen, also puh, schwierig. Ne? Also Heftchen haben wir auch mal probiert. Da ist natürlich die Aufbereitung, dass die irgendwie halten. Wenn die so klammergeheftet sind, ist immer ein Problem gewesen. Das haben wir eigentlich fast nicht mehr. Aber es ist ein interessanter Ansatz. Das hatten wir eine große Zeit lang. Also wir orientieren uns schon so an Fadengehefteten oder an Alben. Das ist so, was hält so ein Comic? Ne? Also
wenn irgendjemand kommt und muss was ersetzen, gucke ich dann immer rein, wie oft ist der eigentlich schon in Wien gewesen. Erstaunlicherweise schaffen das manche, selbst die Manga, so auf 50, 60 Entleihung, das muss man sich mal vorstellen. Ja, oder so die Taschenbücher. Das ist, wie gesagt, so richtig Durchgangsware. In der Regel hält ein Comic 2 bis 3 Jahre, länger nicht. Ja. Dann, ja. Also ich sehe öffentliche Bibliotheken immer schon sehr in diesem Bezug. Das ist keine Archivbibliothek, das ist in der Durchlaufbibliothek der Medien auch. Ich muss nichts aufbewahren, ich muss am Puls der Zeit und an den Bedürfnissen der Leser bleiben. Wenn ihr sagt, ausleihorientiert oder kundenorientiert, das passiert also schon immer mal, dass jemand vor euch steht und nach gezielt einem Werk fragt und dann wird es unter Umständen auch besorgt. Oder ist es eher die Ausnahme, dass die gezielt auf euch zukommen? Das ist täglich Brot. Warum machen die das und das nicht? Und dann gucken wir, gibt es dazu eine Besprechung? Dann holen wir uns teilweise von der Comicbuchhandlung einfach mal ein Ansichtsexemplar. Das wird jetzt nicht in der Tiefe geprüft. Wir gucken jetzt einfach nur wegen Jugendschutz. Ne? Weil ich glaube, das ist schon ein großes Thema. Wenn die Verlage selber sagen, ab 18, dann vermeide ich es in der Regel, weil ich weiß, dass dann die Briefe kommen. Ja. Das ist ein Dialog und den halte ich auch noch für ausbaubar. Also da sind wir noch nicht so gut, wie ich mir das wünsche. Aber es setzt eben immer voraus, dass ich mich nicht an einem Standing Order, damit haben wir eher schlechte Erfahrungen gemacht, orientiere, sondern selber den Bestand eigentlich steuere. In Zusammenhang, das schaffe ich nur mit einer guten Comic-Buchhandlung. Die ist bei uns 100 Meter weiter. Super, wo dann auch die Betreuung da ist, die ihr vielleicht braucht. Ja, super. Ich habe nämlich eine ähnliche Erfahrung gemacht hier in dieser Bibliothek, die jetzt vor meiner Haustür ist seit neuestem, habe da mal eben 6 Comics mitgenommen und gut 3 davon waren aus einer Reihe, aber letztlich waren 5 der 6 ausgeliehenen Comics vom Carlsen Verlag, einem der größten, wenn nicht gar dem größten Graphic Novel Verlag, den wir haben. Da sind natürlich namhafte Werke und Künstler vertreten und das hat mich aber auch ein bisschen überrascht im Nachhinein. Klar, da gab es ein bisschen Splitter, ein bisschen Panini und natürlich jede Menge der Franco-Belgier, aber jetzt ist die Verlagslandschaft in Deutschland ja doch schon relativ groß inzwischen, sehr breit aufgestellt, auch gerade junge, neue, aufstrebende Verlage, die es gibt, wie den Dantes Verlag, wo ich mir ein gutes, erwachsenes Publikum vorstellen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Reprodukt da jetzt noch ganz gut vertreten hätte sein können. Die Edition Moderne sowieso und auch der Jaja Verlag hat tolle Dinge im Programm. Und wie sie nicht alle heißen, ich habe jetzt hier viel zu viele Verlage vergessen. Ich bin halt nur überrascht, dass die Auswahl der Verlage dann der Bibliothek so begrenzt war und machen wir uns nichts vor. Die in den Feuilletons besprochenen Comics, das sind auch häufig die von den ganz großen Verlagen mit den ganz großen Namen, die dann vielleicht auch noch eine gewisse Zugwirkung haben. Wäre es nicht irgendwie auch schön, mal Experimente zu wagen? Mattis, wie siehst du das? Natürlich, also ich glaube, vielen Verlagen und auch den Comic-Herstellern ist gar nicht bewusst, wie das Bibliothekssystem funktioniert. Wir haben ja nun mal unsere 70, 80.000, 90.000, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Neuerscheinungen. Die EKZ, wie Robert auch schon gesagt hat, die Einkaufszentrale für Bibliotheken, sitzt in Reutlingen. Und das ist so privatwirtschaftlich, aber da ist auch Kommune, Staat ein bisschen mit drin. Und das ist dann einfach so ein Service für Bibliotheken, weil es gibt nochmal kleinere Bibliotheken mit weniger Personal. Und wir machen so eine Art Standing Order, bedeutet, du sagst, ich will 2.000 Euro für DVDs für das Jahr 2020 haben oder ich will jetzt 1.800 Euro für Comics. Und die filtern ein bisschen, die machen eine Vorauswahl. Es gibt ja auch den Besprechungsdienst der EKZ, das heißt, wo Kollegen, wo Bibliothekare angeschrieben werden, auch ich mache da ein bisschen mit bei den Comics, da kriege ich einmal im Monat ein Graphic Novel, einen Comic geliefert, den lese ich durch, den rezensiere ich dann für das System und dann haben alle Bibliothekare darauf Zugriff. Wenn ich dann schreiben würde, Schund oder explizite Gewaltdarstellung eignet sich nicht für öffentliche Bibliotheken, dann wird es auch nicht angeschafft. Also es ist, so funktioniert unser Bibliothekssystem. Wir dürfen nicht vergessen, 8.000 bis 10.000 öffentliche Bibliotheken. Und natürlich, wenn jetzt ein Carlsen-Comic, ein Carlsen-Graphic-Novel besprochen wird, wie die genaue Vorauswahl ist, weiß ich jetzt gar nicht, wie eng die EKZ mit den ganzen Verlagen arbeitet. Die werden natürlich schon zusammenarbeiten. Nur wenn ein Bibliothekar, eine Bibliothekarin dann sagt, ein super Comic, kann ich empfehlen. Und das landet dann bei den Bibliothekaren, weil wir dürfen nicht davon ausgehen. Wie interessieren uns für Comics, für Mangas, kennen uns da aus. Aber ich kenne mich jetzt zum Beispiel nicht explizit im Bereich Recht aus. Aber wenn Recht zum Beispiel mein Gebiet, was ich in der Bücherei mit betreuen muss, verlasse ich mich schon darauf, was die Kollegen deutschlandweit geschrieben haben. Standardwerk in der Rechtsliteratur muss man haben. Oder ist da und da empfehlenswert. Und so läuft das ein bisschen. Ich glaube, es ist gar nicht so bewusst. Also ich hatte mit dem Rudolf Dierks Award, als ich mit Pippo Felipe Tavares zu tun hatte, auch mal erklärt, wie das von der Bibliotheksseite.
Und der ist ja auch schon so lange im Geschäft, das wusste er nicht. Ich glaube, das ist dann nochmal, wenn man da die Rezensionsexemplare platziert und dann wirklich die mal ins Boot holt und sagen kann, das und das empfehlen wir euch, macht das mal. Also die Verlage müssen natürlich verkaufen, das ist völlig legitim. Wir als Bibliothek wollen ja den Nutzern das geben, was sie haben wollen. Also sind ja auch sehr nutzerorientiert. Ich glaube, dass die Mechanismen sind noch nicht ganz so klar. Deswegen kann passieren, dass wirklich dann mal 4 Carlsen-Comics besprochen wurden, die auch gut waren und deswegen sich in allen Bibliotheken finden und die vom Avant-Verlag oder Reprodukt dann eben nur eine vielleicht besprochen wurde. Das ist der Grund, weil wenn man mal reist, jetzt in Corona-Zeit nicht so, aber deswegen geht mal, wenn ihr in anderen Städten seid, guckt euch andere Büchereien an. 70% des Bestandes oder 70-80% der Comicbestände, egal wo ihr seid, sind eigentlich identisch. Ich dachte immer, okay, die haben alle den gleichen Geschmack, aber es liegt auch daran, das erkennt man an den Büchern, wenn man die umdreht, da ist so ein QR-Code von der EKZ. Das liegt auch schon daran, an dieser Standing Order. Also es ist schon sehr interessant. Es gibt schon, also egal wo du bist, ob Norden, Süden, Osten, Westen, du hast schon so einen Grundbestand, der immer identisch ist. Das ist einfach daran geschuldet, dass es nicht 10.000 Comic-Bibliotheks-Experten gibt oder so, was einfach ja nicht machbar ist. Ich glaube, da fehlt einfach noch so die Information. Ja, interessant, dass die Strukturen, dass auf die zurückzuführen ist, auf diese zentralen. Ich wollte da auch mal was dazu sagen. Ich kann das also hundertprozentig bestätigen. Ich bin auch Besprecher für die EKZ und habe ganz oft den Fall, dass kleine Verlage mich anrufen oder vorstellig wären, ob ich nicht mal irgendwas für sie tun könnte, in meiner Bibliothek dieses oder jenes Buch aufnehme. Und ich sage dann immer, schicken Sie das doch zur EKZ. Und dann kommt immer so, was ist denn das? Ich sage, na, wenn Sie bei der EKZ eine Besprechung landen, dann haben Sie die Chance, im ganzen Bundesgebiet auch in Bibliotheken zu landen. Das wird Ihre Auflagen erhöhen. Und kleine Verlage haben das nicht auf dem Schirm, kann ich genauso bestätigen, ja, ganz oft. Aber das müssen sie, wenn sie da eigentlich überleben wollen. Manche Verleger sind einfach auch da noch ein bisschen naiv und neu im Geschäft, glaube ich. Ja. Unterm Strich ist es so, dass ich persönlich als Besprecher die Produkte von kleinen Verlagen 10-mal interessanter finde als von so großen Giganten wie Carlsen. Das ist dann meistens schon, also aus meiner Sicht werden die großen Verlage auch immer schlechter. Ne, so das Wagnis von guten Produkten finde ich in ganz, ganz kleinen Verlagen. Also sagen wir so, Klett Kinderbuch hat gerade aus den dänischen Comics gebracht, die finde ich absolut überragend. Und kleine Verlage auch, ich hatte ja gesagt, ich bin bei den besten 7, wo Graphic Novels immer mal mit drin sind, da kommen die besten aus ganz kleinen Verlagen. Ja. Die muss man fördern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch eine Menge Verlagsmitarbeiter diesen Podcast hören. Unter Umständen erreicht es hier genau die richtigen Leute. Und ich würde mich freuen, wenn da ein bisschen mehr Diversität dann auch da wäre. Robert, du hast gemeint, dass das Thema Zensuren-Comics ja auch eine Rolle spielt. Ich kann mich da noch an aktuellere Beispiele erinnern, wo natürlich die Frage ist, okay, dürfen wir jetzt hier ein Hakenkreuz zeigen oder dürfen wir keins zeigen? Das kenne ich. Da gibt es natürlich eine Menge weitere Dinge, die das Thema Zensur im Comic-Bereich streifen. Da gab es sicher Dinge, die du jetzt auch noch ansprechen wolltest. Wie gesagt, als ich in den 90ern, als wir diese Comic-Tage hatten, war das ein Riesenthema. Damals hatten wir ja Ralf König. Vielleicht können sich alle noch erinnern, was da so war. Oder Art Spiegelman mit dem Maus-Comic, ne? Wo die Polizei nicht wusste, was sie da eigentlich einzieht. Da war, glaube ich, sogar vom Comic-Salon in Erlangen ist Plakat mit dabei, was die konfisziert hatten. So was in letzter Zeit immer mal kommt, sind so besorgte Eltern. Und erstaunlicherweise gibt es viele Erwachsene, die überhaupt keine Comics lesen können. Die kommen mit dieser Blasensprache nicht zurecht. Was müssen sie zuerst lesen? Oben oder unten oder rechts oder links? Oder die Manga falsch rumhalten? Also das ist immer witzig. Ja. Der letzte Fall, den ich hatte jetzt, das müsste man jetzt am Buch diskutieren. Da fehlt mir jetzt, ich habe es gerade nicht vorliegen, ist Tim und Struppi im Kongo. Der Ansatz ist sicherlich klar. Also das ist überhaupt jetzt mit Kinder- und Jugendliteratur so. Wir haben seit PISA 2000, es sind sehr, sehr viele Eltern, die sich um das Lesen wieder bemühen, die sehr viel vorlesen. Das sind natürlich jetzt eher so die intellektuellen Elternhäuser und die unglücklicherweise immer ihre Kindheitslektüre suchen und dann in den aktuellen Büchern so politische Unkorrektheiten entdecken. Und dann bekomme ich diese Briefe auf den Tisch, das müssten Sie bitte sofort aussondern. Und ich sage, Moment mal, es gibt also eine Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Und wenn das Medium indiziert ist, dann kann ich das gern rausnehmen. Ansonsten haben wir sowas in Deutschland wie ein Grundgesetz. Da ist keine Zensur vorgeschrieben und so weiter und so fort. Also es sind immer so Textbausteine, die man dann fast verschickt. Dann gibt es aber eben auch so Einzelfälle, die man schon prüfen muss oder lieber von vornherein vermeidet.
ich neige dazu, immer tapfer zu sein. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man sich jeder Elternsorge hingeben sollte, wenn sie nicht begründet ist. Aber ein Fall, den wir hatten, das war auch ungefähr vor einem halben Jahr, war Alan Turing. Ich bin jetzt gerade ganz unsicher, welcher Verlag. Das war ein großformatiges Graphic Novel, seine Biografie. Und da ist natürlich auch seine Homosexualität ein Thema gewesen. Und ich glaube, ich zwei Doppelseiten, die relativ abstrakt so Sexualverkehr gezeigt haben. Und ein Vater wollte mich also verklagen, weil wir dieses Medium im Bestand haben. Dann habe ich ihm also klar gemacht, was so Zensur und wo er das hinschicken könne. Und dann hat er sich also an den Jugendschutz gewandt und dann kam von dort eine Begehung unseres Bestandes. Und dann also geguckt, wie wir also Jugendschutz auch umsetzen bei uns. Und wir haben dann beschlossen, dass wir immer gemeinsam im Dialog bleiben und sie natürlich meine Ansätze alle gut verstehen. Mhm. Und dann hat der Vater beide Bände von Alan Turing hat er ausgeliehen, um sie sozusagen dem Publikumsverkehr zu entziehen. Und das mussten wir dann sozusagen wieder einklagen. Also das war ein ganz witziger Prozess. Am Ende hat er schon verloren, weil der Künstler hatte auch noch einen sächsischen Staatspreis für Kunst für diesen Comic bekommen. Und die Lehrergewerkschaft hatte ihn ganz oben auf eine Empfehlungsliste gesetzt. Ja. Also das sind dann so Sachen, das kann einen Wochen beschäftigen. Ja. Und das habe ich, also gerade mit Comics habe ich das immer mal. Ja. Weil irgendwie so, dass der Text an sich, also ein Sechsklässler kann natürlich Shades of Grey ausleihen, das machen die auch ganz gern, wenn sie Große Schwester gelesen hast, aber sobald es in Bilder geht, ist die Sorge doch sehr, sehr groß. Ne? Meistens spiegelt es sich dann so auf Konsolenspiele oder auch auf Filme. Comics sind ein bisschen aus dem Fokus geraten, aber das flackert immer mal wieder auf. Vor allen Dingen bei den Mangas. Und da gucke ich dann manchmal auch und sage, wow. Ja, gerade Manga sind ja auch sehr explizit, aber wie mehr das schon meinte, das ist natürlich in einem gewissen Rahmen auch kulturell bedingt. Aber schon auch krass. Also wenn man das erste Mal so das ein oder andere da aufschlägt und da überhaupt nicht weiß, auf was man sich einlässt und vieles, was vielleicht im gewissen Rahmen normal ist, also was ist nicht normal, schon klar. Und da rede ich gar nicht davon, dass da teilweise natürlich auch Erotik-Manga existieren. Da weiß ich gar nicht, ob ihr die in einem Portfolio habt. Aber wo ist da die Grenze? Ist alles okay, was man halt auch kaufen kann? Oder setzt ihr da andere moralische Maßstäbe an? Zensiert ihr das selber auch vielleicht? Also, wenn ich was für uns sagen kann, also wir kaufen jetzt nicht alles, was auf dem Markt ist. Wir könnten ja alles kaufen, was ab 18 ist, aber wir sind auch eine Bibliothek. Also das sehe ich jetzt, also habe ich in Dortmund so gehandhabt, habe, mache ich in Bochum auch. Es gibt ja auch dann Comics, die ja sehr explizit, sehr Gewalt, ich finde nicht ein Fährlichen, aber wo Gewalt eine Riesenrolle spielt oder extrem sexuell, also wirklich, wo auch ab 18 ist. Und die nicht zu haben, also einen Großteil davon eben nicht zu haben, finde ich nicht, dass das unser Angebot schmälern würde. Jetzt nicht mal wegen Diskussion mit den ganzen Eltern oder so, sondern einfach, weil ja auch, wir haben ja den, die Erwachsenen-Comics, Jugend-Comics sind ja zusammen. Und ich weiß nicht, mit 12, 13 Jahren muss man jetzt nicht unbedingt noch für, ja, ich finde ja Irritation sorgen, aber die Comics sind ja auch nochmal wirklich, ja, wenn ihr 18er-Comics kennt, wisst ihr ja, wie die auch manchmal aussehen, in denen ja sowas drin ist. Also Berserk zum Beispiel ist ja so eine, ist ein Manga-Klasse. Da gibt es ja auch als Manga, das ist ja eine ganz andere, ja, Stufe. Ich meine, das ist auch eine Geschichte natürlich. Letztendlich kann man natürlich auch immer darüber diskutieren. Jedes Kind, jeder Jugendliche hat sein Smartphone und mit zwei Klicks sehen sich ganz andere Sachen wahrscheinlich an, wo unser eins erröten würde wahrscheinlich. Aber dann ist das einfach so. Aber es gibt eine Art Selbstzensur, würde ich mal sagen, also bei uns jedenfalls, wo wir sagen, wir müssen jetzt nicht mal alles anbieten. Aber ich muss auch sagen, die Fragen nach so 18er-Titeln hat es nie so gegeben. Also nicht in meiner Dortmunder Zeit, jetzt auch nicht in Bochum. Was wir anschaffen, sind diese Boys-Love-Geschichten zum Beispiel, die übrigens von Mädchen, von jungen Frauen sehr gerne ausgeliehen, gelesen werden. Und da gibt es natürlich auch Doppelseiten, wo man alles oder eben sehr viel sehen kann. Die sind aber auch von den Verlagen auch Empfehlungen ab 14 zum Beispiel. Die holen wir dann auch. Ich hatte bis jetzt Glück mit solchen Sachen, in Anführungszeichen. Also ich hätte doch keine erbosten Eltern. Aber wenn die kommen würden, würde ich das Gleiche sagen wie Robert auch. Also es sind keine expliziten Titel ab 18. Es gibt eine Bundesprüfstelle und die, was verboten ist, das kommt ja eh nicht bei uns in den Buchhandel rein, beziehungsweise kommt ja nicht in die Bücher rein. Das ist ein überschaubares. Das sind dann eher so das Geschmäckle, also das, was man so die eigenen Prioritäten setzt. Und da wird
Tim im Kongo erwähnt hast, ich musste schmunzeln. Wir haben während der Corona-Zeit, als wir geschlossen waren, auch die Chance genutzt, ein bisschen auszumisten, Altbestände in Bochum, weil auch vieles angesammelt war, was wir nicht brauchen, weil wir sind ja auch eine Gebrauchsbibliothek. Und da hatte ich im hintersten Ecke des Magazins, fällt mir so ein Tim im Kongo in die Hände. Ich so, was macht der denn hier? Warum ist der denn hier eingelagert? Dann gefragt, ebenfalls vor ein paar Jahren schon, massive Beschwerden durch ein Lehrer-Ehepaar gegeben hat, wenn ich es richtig erinnert habe, dachte ich mir auch so, passt der irgendwie nicht. Wir haben trotzdem Tim und Struppi jetzt mal komplett neu geholt. Jetzt nicht, um Leute zu ärgern, sondern weil Tim und Struppi, mein Gott, das ist Comic-Klassiker. Natürlich muss man es in den Rahmen setzen. Aber dieses politisch Korrekte in Comics ist Gott sei Dank noch bei uns noch nicht so angekommen. Also wir machen, wie schon gesagt, so eine Art Selbstzensur, aber da muss ich selber gar nicht viel sagen. Da habe ich meine Azubis bzw. die Bibliotheksassistenten, die so fit sind, die sagen, nee, Herr Göhle, das würde ich jetzt nicht reinpacken, das ist dann doch eine Nummer zu hart. Und das sagen mir dann die 17, 18, 19-Jährigen, wo ich mir denke, okay, dann höre ich mal auf die Meinung. Also gerade im Manga-Bereich kennen die sich einfach viel besser aus als ich. Und bei den Comics, ich weiß es gar nicht, ich frage mal in die Runde zurück, kennt ihr denn jetzt so Mainstream-Comics, die jetzt so brutal wären ab 18, die man nicht in die Bücher reinpacken würde? So Boys oder so? Ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt erstaunlicherweise kam, wie du das auch beschreibst, ja, so eine junge Mitarbeiterin zu mir, Herr Elster, gucken Sie sich das bitte mal an. Das kommt aus einem Standing Order von der EKZ, Graphic Novel. Und ich habe erst so gedacht, also diese übliche Nummer, so ich muss ja jetzt erklären, dass das hier ganz harmlos ist und dass man das im Kontext der Geschichte ganz anders zu verstehen habe. Aber dieses Werk, das haben wir dann versucht, zur EKZ zurückzuschicken, weil wir sagten, das ist echt zu hart für den Standing Order. Da ging es schon um eine Vergewaltigung, Geschichte einer Vergewaltigung. Sehr stark auch bebildert, wo ich sage, das ging, also das kann man machen, ja, aber es ging schon in die absoluten Grenzbereiche dessen, was ich jetzt in der öffentlichen Bibliothek anbieten sollte. Und die EKZ haben gesagt, bitte behalten Sie das, wir können das eh nicht zurücknehmen. Und das liegt jetzt unglücklicherweise auf meinem Schreibtisch im Büro. Also und da habe ich dann auch so von mir aus gesagt, ohne ängstlich zu sein, das machen wir jetzt mal lieber nicht. Ja. Aber das sind die absoluten Ausnahmen. Ja. Also ich hatte immer mal, wir haben bei uns praktisch auch eine Ausbildung für öffentliche Bibliothekare, die immer mal Diplomarbeiten schreiben. Manchmal tauchen auch so die Comic-Themen auf und dann immer irgendwie in Zusammenhang mit Gewalt. Dann hatte ich so Studentinnen bei mir im Büro sitzen, die hatten anhand unserer Bestände, also Gewaltdarstellung, so rausgefischt und zeigten die mir dann. Und dann sollte ich zutiefst erschüttert sein. Wir haben uns dann irgendwie geeinigt und ich habe die auch nicht rausgenommen. Ne? Aber ich habe festgestellt, weil du sagst, so die 18-Jährigen, dass die manchmal viel restriktiver ran sind, also die Generation der ab 30-Jährigen. Also die haben viel mehr Barrieren im Kopf. Und für mich ist dann immer wichtig, ist das jetzt nur Verherrlichung oder hat das sozusagen in der Geschichte auch einen Schluss, dass das, der das möglich macht, so eine Darstellung? Das ist wichtig. Und eigentlich zu 99% komme ich auf diesen Schluss. Und dann nehme ich es nicht raus, ja. Insgesamt, glaube ich, ist jetzt das Thema reine Gewalt hier nicht von sexualisierter Gewalt. Die ist hier ganz speziell und da muss immer irgendwie auch ein Kontext bestehen. Einfach nur ein Abdrucken halte ich für zu. Man muss immer auch gucken, dass es irgendwie zur Story passt. Aber wenn wir uns einfach anschauen, was in so einem Mainstream-Titel, wie zum Beispiel einfach im Batman-Heft, was da teilweise geprügelt und geblutet wird, und das ist ja ein Heft, das vielleicht auch mal in der Bahnhofshandlung ein viel zu junges Kind in die Hand gedrückt bekommt. Das ist schon krass, was da, also Batman ist aus meiner Sicht kein Kindercomic. Und also Gewaltdarstellung, ich glaube, da ist man auch aus dem Comic-Bereich schon einiges gewöhnt inzwischen. Lasst ihr euch immer die Persos zeigen oder ist da irgendwie das Alter gespeichert hier auf den Bibliotheks-Accounts? Und wir haben keine Altersgrenze bei den Comics und Mangas. Also in Dortmund gab es bei den Erwachsenen-Comics ab 14. Fand ich auch, da rutschten ein paar Sachen rein, die keinen Sinn ergaben. Auch Franco-Belgier, aber in Bochum ist das so, wenn du eine Karte hast, ob Kind, Jugendliche, Erwachsene, wir haben jetzt keine Sperren da. Also wir haben auch keine 18er-Titel, muss ich auch sagen. Also wir haben jetzt keine Titel, Comics oder Mangas, Graphic Novels, wo explizit draufstehen würde, ab 18. Wenn das so wäre, kann man das ja im Bibliothekssystem hinterlegen, dass nur Ausleihe ab 18 möglich oder so. Das kann man im System so machen, ohne großen Aufwand. Aber sonst generell, also du kannst als Sechsjähriger theoretisch könntest du auch den Batman oben ausleihen. Das wäre kein Problem. Bei uns jedenfalls. Bei euch auch, Robert? Also bei uns gibt es nur die FSK und USK, die wir sozusagen hinterlegen müssen, befestigt, ja. Ansonsten in keinster Weise. Es gibt manchmal kleine öffentliche Bibliotheken, die das machen und denen erkläre ich dann, dass sie das eigentlich gar nicht dürfen. Ja. Also sie können ja nicht selbst so üben in ihrer Bibliothek.
Dann neigen wir Bibliothekare dazu und dann verbinden wir das auch wieder. Sehr gut. Die Kollegin aus Nürnberg schreibt, die problematischeren Titel können eine entsprechende Kennzeichnung im Datensatz bekommen, sodass sie nur von Erwachsenen ausgeliehen werden können. Das Alter des Kunden ist ja im Benutzerdatensatz hinterlegt. Ebenso werden Magazintitel dieser Art nur an Erwachsene ausgegeben. Das schreibt sie dazu. Sehr schön. Bevor wir gleich zum Thema Veranstaltung kommen, Mädels, keine Sorge, wollte ich natürlich noch so ein paar allgemeinere Sachen auch ansprechen, unter anderem die Frage auch von Trends. Da schreibt die Kollegin aus Nürnberg, im Erwachsenenbereich werden zum Beispiel bei den Fantasy-Comics Titel über Elfen, Zwerge und Orks sehr gut ausgeliehen, aber generell gehen die meisten Titel gut. Einen speziellen Trend sehe ich da eigentlich nicht. Allerdings entfernen wir die schlecht ausgeliehenen Titel ja sowieso aus dem Bestand. Ihr hattet jetzt schon gemeint, dass Titel gut laufen, wo gerade aktuell eine Serie oder ein Film zukommt oder auch, keine Ahnung, andere Dinge. Vielleicht auch, ich kann mir vorstellen, dass es genau andersrum auch läuft. Bei Walking Dead haben wir das. Die Comic-Serie ist beendet, aber die Serie, die TV-Serie läuft noch weiter. Also wurde nochmal ein Comic quasi auch hinterhergeschoben. Ja, wie sieht das aus? Was ist da bei euch? Habt ihr generell einfach in den letzten Jahren Trends erlebt? Hat der Manga einfach krass den Boom gebracht und die Ausleihzahlen in die Höhe schießen lassen? Hatten die Superhelden vielleicht eine Flaute oder haben die von den Filmen profitiert? Ist ein Genre vielleicht auch weggefallen oder ein Genre emporgekommen, mit dem ihr vorher nicht gerechnet hattet? Wie sieht es aus, Robert? Hast du da irgendwelche Erfahrungen? Ja, es ist immer so, es gibt immer einen Boom-Sektor. Es waren damals die Mangas und irgendwann sättigt dies erst, ne? Augenblick sind es, glaube ich, eher bei uns so die Graphic Novels, die immer weiter nach oben schießen. Ich glaube, das sättigt sich dann auch, weil sozusagen die Käuferschicht oder auch die Leserschicht erschöpfend ist. Immer wenn ein Film hochkommt, wie du das schon sagst, dann ist natürlich auch die Reihe irgendwie gefragt. Sag mal, den krassesten Trend, den ich so im Augenblick sehe, der, glaube ich, alles über alle überrascht hat, sind immer noch Minecraft-Comics, ja. Also ich sag mal Paluten, was da auch aus YouTube so hochschwappt und wo jetzt die Autoren relativ clever Bücher draus machen und die im Spiegel Bestseller dann ganz oben Platz 1 haben, wochenlang, ja. Minecraft ist bei Kindern natürlich, ja, wobei das ein bisschen nach oben geht, ist so ein großes Thema, wird mittlerweile auch von Leserfördereien richtig aufgegriffen. Paluten, da ist ja auch alles zu haben, glaube ich, da gibt es noch so einiges anderes. Und wie gesagt, auch gute kleine Verlage, ich hatte schon Klett Kinderbuch genannt, die jetzt so erzählte Geschichten in einer hohen Qualität, literarischen Qualität auch in super Geschichten übertransportieren. Also das, da entwickelt sich etwas, glaube ich, in diesem erzählenden Bereich. Ob das jetzt nur Comics sind, nennen wir das jetzt eher eine Bildgeschichte, oder da gibt es ja so viel Hybridkultur, die so, glaube ich, entsteht. Das fächert sich so ein bisschen auf, das finde ich interessant. Und wie gesagt, da gehen jetzt Leute mit, die überhaupt keine traditionellen Comicleser sind und das für sich völlig neu entdecken. Ja. Perfekt, freut mich zu hören. Mädels, hast du irgendwelche Erfahrungen oder Beobachtungen im Bereich Trends? Also so ähnlich, was ihr beide schon eigentlich gesagt habt, wenn es einen neuen Film gibt, also ich glaube, die ganzen Avenger-Filme, als das damals anfing vor ein paar Jahren, hat nochmal so einen, glaube ich, einen Schub gebracht, war also meine persönliche Erfahrung, aber diese ganzen Comic-Romane, die jetzt Robert mal erwähnt hatte, Gregs Tagebuch gibt es ja schon seit Jahren in der Bibliothek, oder Dog's Diaries, das ist ja auch so eine Mischung aus so leichtem Jugendbuch mit Comic-Aspekten, aber man bringt die Leute einfach dann zum Lesen und ich glaube, dieser Bereich boomt gerade nochmal richtig, also da schieben wir auch mal wieder neue Sachen rein, ansonsten Minecraft, was ihr auch schon alle gesagt habt, im Manga-Bereich ist mir jetzt aufgefallen, diese Nische wie Otto Normal, Kind, Jugendlicher, wird in eine Fantasy-Welt verschlagen, muss da Abenteuer erleben, dieser Isekai-Bereich oder Erwachsene, also das ist auch, war mir jetzt auch ganz neu, weil das sehe ich jetzt oft und es gibt ein Manga, Ride on King, ich habe so gelacht, das ist dann irgendwie Putin, also ein Putin abklatscht, Anführungszeichen, der sich dann in so einer Fantasy-Welt findet, wo man denkt so, okay, was ist das jetzt, aber wirklich witzig gemacht und funny. Also das gibt schon echt wahnsinnige Sachen. Und was vorher auch gesagt wurde, ich glaube auch gerade auch kleine Verlage probieren manchmal Sachen aus, die die Großen nicht mal so nehmen. Also die Großen lizenzieren sehr viel, übersetzen ja aus. Aber da finde ich dann richtig, also allgemein, ich glaube, das, was gerade ankommt, wird auch genommen. Also es spiegelt sich auch in den Bibliotheken wieder. Also ganz große Trends könnte ich jetzt, also abgesehen von Minecraft, den Superhelden, Comic-Romane, was jetzt als nächstes kommt, Graphic Novels natürlich. Also es bleibt spannend, sagen wir es mal so.
Die Fragen vorab waren ja unter anderem auch so ein bisschen eine Frage nach einer Agenda. Habt ihr so eine Art Agenda mit euren Comics oder irgendwelche Ziele? Ich habe gezielt eben gefragt, ob Ziele verfolgt werden. Und die Kirsten Osnaberg meint, dass Versorgung der Kunden mit einer breiten Auswahl guter und interessanter Comics für alle Altersstufen sowie bereits erwähnt auch die Archivierung bestimmter Titel. Also das sind so die beiden großen Ziele von ihrer Arbeit. Sie ist ja die Comic-Expertin bei denen. Das deckt sich vermutlich auch mit euren Zielen, oder Robert? Auf jeden Fall. Also ich sehe mich immer, sozusagen, wir leben ja von Steuermitteln als öffentliche Bibliothek. Und ich denke, wir haben, sagen wir mal, sind irgendwie so ein Zwischensegment zwischen Schule und Nutzer. Ja. Also ein bisschen steuern wir schon, aber Hauptaspekt ist für mich jetzt im Kinderbereich und vor allen Dingen auch im Jugendbereich, dass ich die irgendwie ans Buch zurückbringe und vielleicht auch lesen lasse und dass ich mich da auf jedes Genre einlasse und überhaupt keinen Bildungsdünkel reinbringe. Und ich sehe das so als Experiment. Also ich gehe sozusagen mit dem Leser mit und schaue, was der will und reagiere darauf. Das sehe ich als Auftrag. Natürlich jetzt immer mit gewissen, sagen wir mal jetzt Grenzen. Ich würde jetzt nicht sozusagen gewisse Niveaustufen unterscheiden, aber ich hatte auch schon Kollegen, die haben gesagt, Bibi Blocksberg, sowas kommt mir nicht in die Bibliothek oder Benjamin Blümchen, das nervt. Sag ich, mit welchem Recht willst du solche Reihen ausschließen? Ja, also ich denke, wir sind einfach ein Dienstleister aus Steuermitteln, der dort gute Dinge tun sollte. Ja, und wir haben kein Recht, da Einschränkungen zu treffen. Also sehe ich es, ja. Wenn ihr nicht nur mit den Comics irgendwelche Ziele vielleicht verfolgt, dann auf jeden Fall auch mit Veranstaltungen. Robert, du hattest schon Seminare für Lehrer angesprochen und ich weiß, in Bochum war die letzten Tage die Hölle los, was Comic-Veranstaltungen angeht. Da ist ja mega viel gelaufen. Es gibt auch einen Instagram-Account. Ich habe den Tillmann Kurt auf irgendwelchen Fotos gesehen und jede Menge Comic-Künstlerinnen und Comic-Künstler. Fangen wir doch mal vielleicht einfach bei euch an, Mädels. Was war da zuletzt los? Wie sieht es aus mit Comic-Veranstaltungen, Lesungen, Workshops oder eben sonstige Geschichten? Was gibt's da bei euch? Gehe ich sofort darauf ein, aber ich wollte nur das unterstreichen, was Robert gesagt hat. Genauso sehen wir das nämlich auch. Also unsere Mission, in Anführungszeichen, wir leben von Steuergeldern und die Leute einfach zum Lesen, denen das geben, was sie haben wollen. Und da gibt es ja richtig viele Veranstaltungen. Man kann dann sagen, haben die Niveau oder haben die nicht Niveau, aber gerade Comic-Tag haben wir damals in Dortmund damit angefangen. Ich glaube, es machen auch sehr, sehr viele Bibliotheken jetzt. Dann Star Wars Reads Day, also von den Verlagen kommt ja auch sehr viel, wo man sich auch andocken kann. Und dann einfach wirklich den Markt in Anführungszeichen fluten mit Kindercomics, mit Graphic Novels, was auch immer, damit die Leute einfach zum Lesen kommen. Zu einer Veranstaltung, also wir haben, das war jetzt vom 2. Oktober bis zum 12. Oktober, 10 intensive Tage, wir haben das einfach mal so als Test gesehen, Comic-Veranstaltung. In Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, das waren auch übrigens auch die ersten Veranstaltungen, die wir jetzt gemacht haben unter Corona-Bedingungen, in der Zentralbibliothek jedenfalls. Natürlich Hygienekonzept, nur ein Bruchteil der Leute kam rein, da hat sich natürlich auch die Frage gestellt, lohnt sich der Aufwand in Anführungszeichen. Ralf König war auch übrigens da, hat auch von seinen Zensurerfahrungen in den 90ern erzählt, auch total witzig eigentlich. Also das war schon schön, also es hat sich für uns gelohnt, definitiv. Wir haben die Veranstaltungsreihe heißt Praline der Grafischen Literatur in Bochum, Abkürzung an Gralinen. Und es war eine Zusammenarbeit mit Philippe Tavares, der im Schreiber- und Leserverlag auch arbeitet, der mit mir inhaltlich dann alles konzipiert hat, der auch den direkten Kontakt zu den ganzen Künstlern hatte, wo man auch wirklich ja auch namhafte Leute hatte. Wir haben ja angefangen mit Uli Oesterle, dann kam selber die deutsch-französische Künstlerin zum Tag der Deutschen Einheit mit dem Wiedervereinigungscomic in Anführungszeichen im selben Boot, kam auch sehr, sehr gut an. Dann Timo Gubing, ein Bochumer Kind mit seinem Comic Don't Touch It. Dann hatten wir noch Dr. Lars Barnhold von der RUB, der dann einen Vortrag gehalten hat zur Comic-Kunst. Und dann nochmal so als Schlussakt Ralf König. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Also wir hatten dann 6 Veranstaltungsabende und es kam sehr gut an. Also ich muss zum Hintergrund sagen, dass gab es in Bochum in der Bücherei in der Form noch nicht. Und es war jetzt einfach eine klassische, also es war eine Lesung, Buchter war Lesung, aber das Interessantere war eben dieses moderierte Gespräch. Tillmann Kurt, der auch in der Comic-Szene sehr aktiv ist, hat dann wirklich, es war super vorbereitet und da gab es eine Podiumsdiskussion und das ging ja auch über 2 Stunden. Wir haben auch alles gefilmt. Wir sind mit der Stadt noch nicht so weit, dass wir das hochladen, aber wir arbeiten daran, damit es nicht verloren geht. Also es kam sehr, sehr gut an. Wir hatten da auch interessanterweise auch ein wirklich rein erwachsenes Publikum. Wenn ich jetzt so nochmal da an Anfang unseres Gesprächs denke, für wen machen wir das eigentlich oder wer sind unsere Nutzer? Wir hatten da wirklich, also das waren, ich will nicht sagen Bildungsbürger, doch da waren auch Bildungsbürger dabei, muss man sagen. Also es waren nicht nur Fanboys, die dann da waren, es waren
Ü30, würde ich mal sagen. Ü30 mit die jüngste Klientel kam mit Timo Grubing selber, aber ansonsten auch wirklich ältere. Und das kam sehr gut an. Also es haben wir gemacht, weil also ich und mein Team fanden es gut, weil wir auch Comic-Nerds sind und Fans. Wir wollten mal auch mal die Künstler ins Haus holen. Von den Künstlern, ach, da wird noch Kai Meier und Ralf Schlüter, wie konnte ich die eben vergessen. Aber von den Künstlern war das auch mal schön, jetzt nach all diesen Monaten dieser Corona-Zeit auch mal wieder so eine Veranstaltung zu machen. Und es war, also es kam super an und wir werden das am 4. Dezember, werden wir das im Rahmen der Gralin-Salons mit dem Rudolf Dix Award kombinieren. Und nächstes Jahr wollen wir so ein Format auch wieder weiterführen. Und das Gute war, wir haben jetzt schon die Fördergelder fürs nächste Jahr. Also das Gute daran ist, also man muss auch mal gucken, man kann sich was auch mal fördern lassen. Das war jetzt von Bundesmittel Kulturhoch so und so, müsste ich mal nochmal nachgucken. Also es gibt auch eben, das finanziert sich dann von alleine. Das ist auch eine schöne Sache. Man macht was für die Bücherei, man pusht das in den Bereich in der Bibliothek und wir sind ja nicht, Bibliotheken sind ja nicht nur Medienausleihorte, wir waren ja schon immer mehr und durch Corona hat ja dieses Veranstaltungsformat ja doch schon arg gelitten und das tat auch wieder mal ganz gut, wieder mal ja so eine Art von Arbeit auf die Beine zu stellen. Also kam von den, also von den Kunden wurde es dankbar angenommen, von den Künstlern sowieso und deswegen, also das war so in Kürze das, was wir gemacht haben und kam gut an. Und da haben wir den Trick benutzt, weil wir einen externen als Kooperationspartner haben, deswegen konnten wir die Social-Media-Kanäle wie Instagram, Twitter und Co. dann nutzen und es wäre es nicht so schnell gegangen bei der Stadt. Aber ja. Du hast eine Freigabe gebraucht. Ja, es ist nicht böse gemeint, aber es ist dann manchmal noch so verknöcherte Struktur. Man ist im Gespräch seit über einem Jahr, aber manchmal denkt man auch, dann nimmt man eine Abkürzung. Die Bibliothekare sind ja auch Pragmatiker, das passt schon. Das klingt super interessant und du hast auch schon gemeint, das Wort gut angenommen. Das heißt, ihr seid mit den BesucherInnen-Zahlen auch zufrieden. Ja, also wir hatten einen Raum, wo wir normalerweise hätten 100 reinpacken können. Mhm. Und Corona-bedingt haben wir nur ein Drittel reingelassen, damit wir eben, man musste sich ja online vorher anmelden, wenn ein Pärchen kam, hat man eben Zweiersitz, wir konnten natürlich sehr individuell die Platzgestaltung machen, um die Abstände einzuhalten, wenn man sich im Raum bewegt hat, muss man die Maske aufhaben, wenn man sich hingesetzt hat, konnte man die Maske abnehmen, wir hatten dann, es war ausverkauft mit 30, das ist natürlich nicht viel, wenn es danach geht, aber es war, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen, egal, Hauptsache man hat was gemacht, also wurde sehr gut angenommen und nächstes Jahr, wir wollen es im April, Mai wahrscheinlich. Da wird uns Corona auch noch begleiten. Da wird es auch nicht anders sein, behaupte ich mal. Die Veranstaltung im Dezember planen wir schon virtuell, muss man ehrlich sagen, ein, weil wir dann Verlagsmenschen, Comic-Experten einladen wollen. Dann ist der Raum automatisch schon voll mit 20 Leuten. Dann noch für 10 Gäste aufzumachen, ist ja unfair. Wie filtert man? Wie lässt man rein? Wie lässt man nicht rein? Aber wir werden dieses Format, also das kann ich auch jedem nur empfehlen. Und man kann ja auch ganz klein anfangen. Wir haben ja auch noch begleitend dazu noch einen Manga-Workshop von Alexandra Völker, die auch seit Jahren sehr aktiv ist, eine deutsche Comic-Künstlerin, eine Manga-Künstlerin, was auch mal sehr, sehr gut angenommen wird. Also man kann wirklich, wenn man jetzt sagt, ich will nicht mit Ralf König direkt anfangen, ich nehme jetzt, mach mal so einen Manga-Workshop. Also es ist mega. Und wir haben uns bei der Comic-Woche wirklich eher auf die Comics jetzt mal konzentriert. Den Mega-Bereich der Mangas haben wir jetzt nur einmal durch Alexandra ein bisschen mit reingeholt. Aber es ist eigentlich nochmal so ein Thema für eine andere Veranstaltungsreihe, weil, wie Robert das ja auch schon gesagt hatte, also das ist ja nochmal, wenn die Cosplayer kommen und das ist ja göttlich, das ist ja nochmal ein ganz anderes Feeling. Aber das kann man jetzt in Corona-Zeiten, da dachten wir auch, vielleicht warten wir noch ein bisschen, weil dann kommt der ganze Charme nicht so rüber, weil die kommen wirklich in Massen. Die würden ja in Massen kommen und dann kommt dieses Feeling nicht ganz so rüber. Aber allgemein, ob jetzt eine normale Belletristiklesung oder du hast Ralf König, der dann aus seinem Werk vorliest und der echt Comedy-Talent, muss ich sagen. Ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal so erlebt und das einfach schön rüberbringt. Und auch vielleicht nochmal auch die Comics nochmal anders verortet innerhalb der jeweiligen Stadt, dass man dann auch dann die Politik mit ins Boot holt, Kulturbeauftragten, dass sie dann sehen, aha, okay, auch das ist Literatur. Obwohl wir diese Vorbehalte eigentlich in Bochum gar nicht haben. Das klingt fantastisch. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die Aufzeichnung vielleicht doch nochmal irgendwann öffentlich sehen könnten, um da halt da einfach auch noch quasi dann nachträglich das genießen zu können. Bleib am Ball! Machen wir. Und ansonsten Gralin YouTube-Channel würde ich aber nochmal kommunizieren. Die Sachen haben wir ja, das ist das Gute daran. Alles klar. Ja, Robert, wie sieht es bei euch aus? Gibt es vergleichbare Veranstaltungen? Du hattest auch von Lehrerseminaren gesprochen. Was gibt es denn da bei euch? Also wir hatten das mal in den 90ern. Wie gesagt, dann das 4 Wochen lang. Damals war sogar noch Uli Stein, da ging also vom Cartoon bis sonst wohin, haben wir die ganze Vielfalt aufgezeigt. Und dann haben wir aus diesen Wochen heraus dann unseren Comicbestand aufgebaut und der hat sich eben gut etabliert und auch über Jahre hinweg eine gute Nutzerschaft gehabt. Und etwa vor 4 Jahren kam eine Comicagentur zu uns und fragte, ob wir nicht mal zusammen einen Comic-Talk machen könnten.
Und wir haben gesagt, okay, wenn ihr das bei uns macht, wir geben euch unseren größten Raum, beziehungsweise das ganze Haus. Wir suchen einen günstigen Tag. Das sollte ja ein Sonnabend sein. Dann ist immer die Frage des Monats und wie schlägt das Wetter zu. Also aus unserer Sicht ist so ein November immer ganz toll geeignet. Also es ist schon relativ trist und die Leute gehen schon mal irgendwo rein. Und dieser Tag, den hatten wir, glaube ich, mit zwei Kollegen besetzt und zwei Fachassistenten. Im Vergleich dazu, so unsere Familientage an der Stadtbibliothek, haben wir vielleicht 20 Kollegen. Ne? Aber an diesem Tag kamen also doppelt so viele Leute. Also selbst die Agentur, die also fest im Comic verortet ist, mit allen zusammenarbeitet, jetzt hat die überhaupt nicht damit gerechnet, was für Massen zu uns strömten. Das Spektrum ging also wirklich vom Rollenspiel-Workshop über einen Comic-Zeichen-Club bis hin zu Autorenveranstaltungen. Ganz groß kam dann auch so ein Quiz an. Dann konnte auch einiges verkauft werden. Das mussten wir dann im Folgejahr ein bisschen zurückschrauben, weil da kam dann so ein bisschen viel zu viel Verkaufskultur rein. Wir haben gesagt, Zeichner sind schon so erlaubt, das machen wir gern. Das Problem war, und das verträgt sich natürlich überhaupt nicht mit Corona, das Haus war überfüllt und die Cosplayer, die haben also alles gesprengt, was irgendwie ging, weil die besetzten ja jede Nische. Wir hatten auch einen Fotografen. Dann kam hier die Star Wars Armee, ja. Dann glaube ich, ein Kind hat mal kurz geweint, weil die sozusagen mit ihren leuchtenden Augen und ihren Scheinwaffen dann irgendwo unten stand. Aber dann haben sich Eltern beschwert, Mütter, und dann haben sie aber irgendwie gemerkt, dass die Kinder genau wussten, worum es ging, auch die kleinen Kinder. Und also im Folgejahr habe ich immer Wache gestanden, dass dort keine bedrohliche Situation entsteht, und alle Kinder haben gelacht. Also es hat dem Haus einen ungeheuren Reiz gegeben. Und ich glaube, alle auch dazu gebracht, mitzubekommen, was das für eine vielfältige Subkultur ist, ja, die dort eigentlich eine zweite bürgerliche Identität irgendwie auslebt. Und ich kann jeder Bibliothek nur raten, sowas durchzuführen. Wie gesagt, wir haben die doppelte bis dreifache Besucherzahl gehabt, wie zum Familientag mit Comics, ohne viel dafür tun zu müssen, weil das verselbstständigt sich, ja. Und das, also in diesem Jahr fällt es aus, einfach Corona-bedingt, weil wir sagen, eine Nummer kleiner geht bei uns nicht. Ne? Also wir brauchen eigentlich schon so ein bisschen so diese Tuchfühlung. Ich sehe es auch so, dass es nächstes Jahr wahrscheinlich ein gutes Corona-Jahr wird. Schauen wir mal. Aber ich denke, so im Herbst nächsten Jahres werden wir auf jeden Fall eine Nummer wieder starten. Das ist cool. Und auch keine Online-Veranstaltung wie andere, sondern alles natürlich bei euch vor Ort. Ja, man kann online machen, schwierig, ne? Ja, der ruft diese Kanäle ab und alle machen im Augenblick online. Also das sind jetzt so von mir ganz persönlich gefühlte Werte. Das Problem sind natürlich jetzt die Künstler, die vorher kaum davon leben konnten. Wo finden die jetzt noch eine Fläche? Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Da habe ich jetzt auch keine Antworten. Ne? Und ich glaube, das ist auch nicht durch Corona-Hilfen abgefedert, habe ich das Gefühl. Gerade die nicht, ja. Schwierige Zeiten, gerade für KleinkünstlerInnen, das kann ich nur bestätigen. Das sind auch meine Eindrücke, die man auf Twitter und so zum Beispiel hat, wenn die eben mal schreiben, was da los ist, welche x Anträge, die für irgendwelche Hilfen gerade gestellt haben, irgendwelche Gelder, die nur für Dinge gedacht sind, die, naja, letztlich nicht die Miete bezahlen. Das ist dann schon ein Problem. Ja, und auch die Online-Veranstaltung, so toll ich die finde, und ich habe die fast alle auch irgendwie begleitet, moderativ, aber die Abrufzahlen stehen in keinem Verhältnis zu einer Veranstaltung vor Ort. In keinem Verhältnis, wirklich nicht. Ja, aber eigentlich wollte ich noch einen positiven Ausblick irgendwie am Ende unseres Gesprächs unterbringen, weil das ja immer ganz gut ist, wenn man so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels hat. Vielleicht ziehen wir doch mal ein kurzes Fazit, einfach mit der ganz allgemeinen Frage. Mädels, wir fangen bei dir an. In welcher Position siehst du die Bibliotheken in der Comic-Szene Deutschlands und was würdest du dir vielleicht noch wünschen? Also ich finde, die Bibliotheken könnten noch viel größere und bessere Vermittler sein, gerade im Comic-Bereich. Und von beiden Seiten könnten beide extrem profitieren. Machen viele, unbewusst schon, im kleinen Bereich. Aber da mal, ich glaube, so ein Comic-Tag, wie Robert das gesagt hat, zu machen, Cosplay, klar, in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, gebe ich zu. Aber da kann man noch sehr, sehr viel machen. Und wie es auch hier mehrmals erwähnt wurde, es sind Steuergelder. Das sind die Steuergelder der Menschen um uns herum, auch unsere Steuergelder. Und wir sind dafür da, den Leuten eben das zu bieten, was sie eben haben wollen. Und die Erfahrungswerte, die Besuchszahlen sagen ja, vor Corona, wenn man so einen Comic-Tag mit zwei Assistenten macht und gar nicht viel Werbung, da hat man die Bude rappelvoll. Und bei anderen Veranstaltungen ist da gar nicht annähernd so viel los. Deswegen denke ich mal, das ist noch ein sehr, sehr weites Feld. Ein sehr spannendes Feld, das sich auch noch so extrem wandelt. Und ich freue mich auch auf die Zeit, wenn wir die Messen möglich sind. In Leipzig, die Buchmesse mit der MangaCon, das ist ja
ich meine, da muss man mal gesehen haben. Da gibt es auch tolle Videos auf YouTube dazu. Ich denke mal, es ist eine schöne Sache und ich freue mich, wenn es wieder ganz groß durchgestattet werden kann. Und bis es dann soweit ist, machen wir es eben auf anderen Wegen. Wir sind ja dann, finde ich. Robert, wie siehst du das? Wie siehst du aktuell die Situation der Bibliotheken im Bereich Comic-Szene und was würdest du dir noch wünschen? Ich habe das nicht recherchiert, genau. Ich habe das Gefühl, dass da enormes Potenzial nach oben noch da ist. Viele Bibliotheken haben das schon, also das ist jetzt eine Unterstellung, ja, da könnten sich jetzt alle auch schimpfen. Also schränken sich schon sehr stark auf diese Standing Order ein, möglicherweise, weil auch so bis die Kompetenz fehlt, dort einen ordentlichen Bestand aufzubauen. Ein Konzept für öffentliche Bibliotheken wäre, dass man die jungen Leute an die Macht lässt. Also ich zum Beispiel, bei uns als Bestandsaufbau ist wirklich die Altersgruppe, die das auch einschätzen kann und die das gelebt hat, unbedingt. Und dass eine Bibliothek wahnsinnig viel gewinnen kann, wenn sie sich den Comics hingibt, ne? Und dass man dort wirklich so kulturelle Manschetten einfach mal fallen lässt. Ich glaube, das Negativbeispiel wäre ja jetzt, wie viele Bibliotheken hast du angeschrieben? Wie viele haben sich zurückgemeldet? Also realistisch geschätzt war es ungefähr ein Dutzend, das ich angeschrieben habe. Davon haben sich vielleicht knapp 10 zurückgemeldet. Und naja, letztlich wirklich die Kollegin aus Köln wäre wirklich gern dabei gewesen, der Termin nicht leider nicht geklappt. Und Nürnberg, wie gesagt, schriftlich. Also von 4 habe ich quasi positive Resonanz gekriegt. Du hast aber auch schon die Bibliotheken angeschrieben, wo du wusstest, dass da Comics schon so einen gewissen Stellenwert. Genau, ich hatte auf Twitter rumgefragt nach Empfehlungen für Comicbibliotheken und wirklich Leipzig mehrfach positiv erwähnt auch. Und wir kannten uns ja schon, Mädels, und deswegen wart ihr quasi die, die ich auch primär erstmal angeschrieben habe. Aber ja, die großen Städte, das war nicht interessant wäre es ja, wenn du mal Bibliotheken so Mittelstädte anschreiben würdest, wie viel da aber reagieren. Also ich glaube, da ist wirklich noch Potenzial da auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, war das doch ein sehr interessanter Einblick in die ja einfach Comicwelt der Bibliotheken quasi und auch in den Bestand. Und ich denke, wir haben heute auch wahnsinnig viel gelernt, auch gerade zu Hintergründen und vielleicht auch einfach zur Ist-Situation. Und da draußen nochmal ganz klar die Empfehlung an jeden, gerade vielleicht auch, wenn ihr die Gelegenheit habt, als Jugendliche oder als Kind kostenfrei Bücher auszuleihen, sind Comics echt eine super Option, ohne dass ihr euer Taschengeld ausgeben müsst, vielleicht mal ja einfach einen Comic zu lesen und meinetwegen auch das lustige Taschenbuch zu lesen oder eben auch für wenig Geld einfach grundsätzlich die Mitgliedschaft in der Bibliothek, da so einen Ausweis zu bekommen und dann da auch mal eben einen Blick in die Kinder- und Jugendbereich zu werfen, wo jetzt aktuell häufig die Graphic Novels und Comics noch stehen. Und Robert Meddes, ich bin euch sehr dankbar, packe wie immer auch alle relevanten Links, die es gibt, also zu allen Social-Media-Accounts und auch zu Webseiten, die eventuell bestehen. Natürlich in die Shownotes, das kann man sich auf jeden Fall da nochmal in Ruhe anschauen, auch gucken, was da für Veranstaltungen gewesen sind und was da vielleicht für Videos und Fotos auch gibt. Und an der Stelle einfach ein ganz großes Dankeschön. Sehr gerne, danke. Danke für dein Engagement und dass du an die Bibliotheken gedacht hast. Ja. Vielen Dank, ciao. Ja, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social Media Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf den Podcast auf podcast.de, auf Google Podcast oder einer der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals. Und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.